Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Der Triathlon nimmt sein Ende. Die, die am Festtag dabei waren, wissen, wovon ich rede. Die gestern dabei waren und es heute hierher geschafft haben, wissen auch, wovon ich rede. Spektakuläres Wochenende. Und nochmal eine Krönung jetzt zum Abschluss am Sonntag. Und was soll ich viel reden? Ich habe schon genug geredet das ganze Wochenende. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, was jetzt passiert. So eine gute Linie verloren. Schöne. Der kommt an. Mach ihn! Ja! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Irre! Irre! Und genauso irre wie das ist, dass dieser Tom Bartels, die Moderatorenlegende, jetzt in Glehn ist. Tom, sei gegrüßt. Schön, dass du das hast. Du willst das Mikro gleich, oder nimm dir eins, ist egal. Entschuldigung. Wir sind im ordentlichen Steilpass, so gehört. Ihr kennt den Steilpass. Braucht der beste Moderator und natürlich noch eine charmante, kompetente Co-Moderatorin. Und wen gibt es da besseres hier in der Region als Lisa Tellers? Lisa, komm bitte. So, damit habe ich meinen Job für heute getan. Die zwei können es auch deutlich besser als ich. Wir machen das ganz kurz so zur Organisation. Wir sind ja ein Fußballverein, also machen wir auch eine Halbzeit. Ja? Wir haben da hinten gute Verköstigung, wir haben draußen La Tapita mit ganz tollen Foodtruck. Also von daher, wenn Tom nachher sagt, so jetzt Halbzeit, dann könnt ihr euch verköstigen. Ansonsten bitte seid aktiv. Lisa ist im Publikum unterwegs, hat Fragen schon auf dem iPad. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt die Hand heben. Lisa kommt zu euch, sodass wir eine schöne interaktive Geschichte machen. Und dann viel Spaß zusammen. Ja, danke erstmal Jürgen. Schön, dass wir hier sein dürfen beim SV Glehn. Toll, dass doch noch ein paar aus dem Bett gekommen sind, nachdem wir gestern gefeiert wurden, wie ich gehört habe. Einige sind auch ein bisschen später gekommen. Das wird hier alles von hier oben genau beobachtet. Aber schön, dass ihr da seid. Ich denke, wir haben ja auf jeden Fall für euch genug Fragen, die wir klären können. Lisa war gestern in Aachen, ja, hat die Bierdusche inzwischen wieder aus ihren Haaren rausgewaschen. Vielleicht das mal schnell vorweg. Wie war es, Lisa? Ja, ich habe gesagt, schwarz-gelber Bierwahnsinn, das war es wirklich. Also ich glaube, 10 Bierduschen waren es am Ende. Die Haare riechen, glaube ich, wieder einigermaßen okay. Du hast noch nichts gesagt. Nein, es riecht wie immer. Wunderbar. Die Klamotten sind in der Waschmaschine, aber es ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, für die Region auch gut, dass der Verein jetzt wieder im Profifußball ist und ich glaube, es ist ein schlafender Riese, der da geweckt worden ist und ja, Emotionen, war schon geil. Also muss man irgendwie auch mal miterlebt haben, so einen Aufstieg mit irgendeiner Mannschaft, egal welche. Ja, mit dem SV Glehn, oder? Gerne. Ich glaube, der SV Glehn ist auch ein schlafender Riese. Wenn man sieht, was hier möglich ist, natürlich haben wir uns ein bisschen schlau gemacht. Jürgen hat uns gebrieft, ich kannte Glehn nur vom Namen. Aber jetzt nicht wirklich im Detail, aber was ihr hier auf die Beine stellt für 100 Jahre, kann ich nur sagen, Hochachtung und Respekt. 25 Mannschaften im Spielbetrieb. Gehen wir sicher nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Ich würde mal sagen, aber wir beginnen, denn wir hatten ja eigentlich gesagt 11 Uhr. Auch der eine oder andere Nachzügler kann jederzeit einfach dazukommen. Wir stellen mal das Podium vor. Lisa kommt zu Ihnen, zu euch. Und wer Fragen stellen möchte, das ist jetzt nicht wie in dem parallel laufenden Doppelpass bei Sport 1. Fragen sind jederzeit möglich, die werden wir mit unserem Podium besprechen. Und jetzt schauen wir mal, wer hier heute zu Gast ist. Und das machen wir, sagt Jürgen, nach den Slides. Es geht los mit Klaus Reitmeier, Torwartlegende, habe ich kennengelernt beim KSC. Gespielt in Wolfsburg, noch mit 42 Jahren. In Norwegen, in der ersten norwegischen Liga im Tor gestanden. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, einfach einen Platz wählen. Ich weiß nicht, wer hier seine Sachen abgelegt hat. Kamera, da würde ich auf jeden Fall gerne sitzen, wie auch immer. Vielleicht können wir das gleich, ich musste mich über das ganze Podium im Blick haben. Klaus, nimm Platz, wir sprechen gleich. Weiter geht's mit Shari Reeves. Shari Reeves
Meine Kinder sind mit Wissen macht A groß geworden, jahrzehntelang von Charlie moderiert. Man könnte so viel über sie sagen, Moderatorin, Journalistin, Autorin und natürlich auch ehemalige Fußballspielerin. Das wissen wiederum viele nicht genau. Sie hat in Bad 9a gespielt und für den ersten FFC Frankfurt. Kennt sich bestens aus, Charlie. Nur da außen, da würde ich gerne sitzen. Ne? Sonst setze ich mich darüber. Jeden anderen Platz gerne. Setze mich hier. Wir sind ja flexibel. Ach, das ist alles von dir, Charlie. So, Charlie Reeves. Weiter geht's mit Falco Götz. Sicher der mutigste Mann unter uns. Alle hier und heute vom BFC Dynamo Berlin. Jugendnationalspieler in der DDR. Hat er sich damals abgesetzt mit einem guten Freund in Belgrad. In die deutsche Botschaft, in den Westen, um es zu schaffen, im Westen Fußballprofi zu werden. Und was hat er für eine Karriere hingelegt? Hat sich durchgesetzt bei Bayer Leverkusen, ist mit dem ersten FC Köln deutscher Vizemeister geworden. Das muss man den Kölnern heute mal sagen, ja, dass das möglich war damals. Mit Leverkusen UEFA Cup gewonnen. Erfolgreiche Trainerlaufbahn, unter anderem lange bei Hertha BSC in Berlin. Wir freuen uns sehr, Falco, dass du heute hier bist. Und ist aber nicht der Letzte. Weiter geht's mit Tobias Sander von der Spielerberatungsagentur RUF. Wer nicht so im Thema ist, wie hat ein Kollege von ihm damals gesagt, warum gibt es Spielerberater? Weil ihr Vereine die Spieler ansonsten verarschen würdet. Ja? Dafür gibt es Spielerberater. Da ist was dran, darüber sprechen wir. Und die Agentur RUF ist natürlich, gehört zu den besten weltweit, kann man so sagen. Sie haben von Virgil van Dijk über Harry Elliott ein paar Spieler, aber Top-Spieler im Ausland, aber auch Marc-André Ter Stegen, Kai Havertz, Serge Gnabry. Also, der Mann weiß, um welche Zahlen es geht im Profifußball. Und wen haben wir noch? Marcel Witeczek. Bei Borussia Mönchengladbach gespielt, aber natürlich nicht nur bei Borussia Mönchengladbach. Eines der größten deutschen Talente, schon zu Jugendzeiten, U-Nationalspieler bei Bayer Uerdingen, bei Kaiserslautern, beim FC Bayern, da natürlich deutscher Meister geworden und UEFA Cup-Sieger, unter anderem mit Toren von Marcel gegen Barcelona im Halbfinale, im Hin- und im Rückspiel. So, sind wir fast komplett. Jens Nowotny. Was soll ich, wo ich anfangen soll? Ich habe seine Karriere von Anfang an beim Karlsruher SC begleitet. Damals wirklich unerreicht in Sachen Sturmläufe von ganz hinten nach ganz vorne. Wahnsinnig erfolgreiche Europameisterschaften gespielt, bei der WM 2006 dabei gewesen. Auch ein bisschen vom Pech verfolgt in der Karriere mit 4 Kreuzbandrissen insgesamt. Aber immer wieder zurückgekommen. Er hält auch den Rekord, hat er zu oft gehört, was rote Karten angeht, aber er war unfassbar schnell, was viele nicht wissen, und schnell mit Ball, sehr schnell mit Ball. Über einige Sachen in der Karriere sprechen wir noch. Jens? Ja, ist egal wo, genau, nur nicht hier aus. Ne? So, und wir sind damit sozusagen, Oliver fehlt noch, Oliver Bucher ist noch, glaube ich, nachträglich dazugekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir eine journalistische Einordnung bekommen. Fußballchef des SED, des Sportinformationsdienstes. Olli, da haben wir aber hier ein Podium zusammengestellt. Ich nehme mal Platz und wie gesagt, wir machen mal einen kleinen Einstiegstalk. Ich glaube, ist das hier so in der Region, dass man normalerweise so Richtung Mönchengladbach tendiert? Wer ist für ein Anhänger von Mönchengladbach? Ja, okay, gut. Aber nicht alle. Schalke gibt's auch, habe ich gesehen, ne? Dortmund. Was noch? Gibt's Bayern-Fans? Bayern-Fans, Köln? Köln. Ja, das ist ja bis heute Nachmittag, sieht es ja noch einigermaßen aus für den FC zumindest. Ich denke mal, wir haben alle Mikro, sonst teilen wir uns ein bisschen auf. Ich würde mal sagen, wir fangen an, Ehre wem Ehre gebührt, mit dem deutschen Meister. Damit konnte man, glaube ich, so nicht rechnen. Bayer Leverkusen gestern, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Nehmen wir mal Falco, der für Leverkusen seit vielen, vielen Jahren scoutet. Es ist dann am Ende, Falco, bevor wir Leverkusen würdigen, auch ein bisschen Glück, was da gerade zuletzt in den allerletzten Minuten, also gestern, das ging ja im Prinzip gar nicht mehr. Also ich glaube einfach, wenn es zu viel Glück ist,
dann ist es schon wieder Können, weil in einer Regelmäßigkeit... Wir haben einen Phrasenschwein. Wir haben einen Phrasenschwein, ja. Das ist ein guter Einstieg. Das hat der Jürgen hier hingestellt und hat eben noch gesagt, er setzt darauf, dass da ein paar Euro reinkommen. Okay, ich muss mich nur auf die Sendung einstellen. Nee, also ganz klar gehört auch Glück dazu, weil wir im Endeffekt an unsere Leistung glauben. Wir spielen ja nicht nur die ersten 85 Minuten ein gewisses System mit gewissem Druck und das setzt die Mannschaft bis zur letzten Sekunde eigentlich um. Und wir haben, ich sag mal, gerade in den Situationen, die kurz vor Spielende sind, viele Standardsituationen, da wird bei uns ein großer Wert drauf gelegt, dass da Automatismen greifen, dass jeder wirklich nochmal konzentriert in die letzte Aktion geht. Und gestern hat es mal wieder, wie glaube ich in den letzten 10 Spielen vorher, hat sehr, sehr gut geklappt. Und Falco hat natürlich zu dem Glück wirklich mit beigetragen, weil Leverkusen unfassbar gut gescoutet hat, denke ich, ne, weil man sich anguckt, wie Leverkusen geholt hat. Ich muss dazu aber sagen, ganz klar, das ist nicht nur meine Arbeit, sondern wir sind ein wundervolles Team bei uns im Lizenzscouting und wir haben junge Leute dabei, wir haben ehemalige dabei und von daher diese Harmonie, die wir haben, die übertragen wir gerade auch auf den Verein und ich denke, unsere Vereinsführung kann damit sehr, sehr gut leben. Jens, war das im Ansatz für dich zu erwarten, was Bayer jetzt für eine Saison spielt? Hast du gedacht, dass das möglich ist? Sie sind im Halbfinale, im Pokalfinale und sind jetzt schon deutscher Meister. Also wann hast du gedacht, das wird dieses Jahr anders, als es sonst immer war? Also ich habe für mich immer zum Zeitpunkt ausgemacht, 3 Spiele nach der Winterpause. Wenn du bis zur Winterpause oben bist und dann aus der Winterpause wieder in einen guten Flow reinkommst, dann kann vieles möglich sein. Es war zwar nicht optimal, wie Leverkusen rausgekommen ist, aber Bayern ist halt auch nicht gut rausgekommen und somit ist der Abstand trotzdem größer geworden. Und deshalb war es so da, der erste Moment, wo der Gedanke gereift, oh, jetzt könnte was wirklich ganz Großes rausspringen. Klaus, was ich ja herausragend finde, im Prinzip klappt alles, was Xabi Alonso macht. Er wechselt auf die Torhüter. Er wechselt sie und lässt mit Kova spielen im Pokal, im Europapokal. Ist das ein Schlüssel, dass er alle Leute bei Laune hält und offensichtlich allen vertraut, auch den Torhüter, dem jungen Torhüter? Auf jeden Fall. Also der macht eine sensationelle Arbeit. Man sieht ja, wie er im Training mit den Jungs umgeht und so und wie er die Mannschaft mitnimmt. Und er wechselt komplett durch, überall. Und da weiß jeder, ich bin gebraucht, ich werde gebraucht und ich bin wichtig. Und jeder kriegt Selbstvertrauen und das läuft. Ist das ein System, was du auch machen würdest? Du hast Ewigkeiten Torwarttrainer gemacht? Ich würde es nicht machen. Also Torwart würde ich nicht wechseln, weil ich selber Torwart war und ich will natürlich immer spielen. Xabi lebt in Köln. Ist das hart zu sehen, dass Bayer Leverkusen auf einmal die Mannschaft ist in Deutschland? Ich war immer schon ein bisschen Leverkusen-Fan, weil die das beste Essen haben in der Bundesliga. Was genau? Vielleicht kann das mit Glehn konkurrieren, ich weiß gar nicht, was es hier gibt. Bayerischer Sauerbraten, das ist schon mal eine Empfehlung auf jeden Fall. Nee, ich glaube, die beziehen das von dem Lindner Hotel, ne? Meine ich sogar aus der Küche heraus, deswegen ist das wirklich mit Abstand das beste Essen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich bin grundsätzlich Fußball-Fan. Und da ist es mir egal, ob der Bayer davor steht oder der FC, das ist natürlich eine tragische Situation aktuell, oder der FC Bayern. Ich finde tatsächlich, dass Bayer Leverkusen eine Mannschaft ist, wo man vor einigen Jahren schon sehen konnte, dass das irgendwann mal soweit sein sollte. Ist meine persönliche Meinung. Das ist ja jetzt nicht aus dem Nichts entstanden, sondern ist ja auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren auch immer ganz weit oben mitgespielt hat, guten Fußball gespielt hat und jetzt haben sie sich natürlich auch belohnt. Und ich kann nur sagen, ich freue mich total für die Mannschaft, dass die Deutscher Meister wird und tut mir leid, dass der Vizekusen jetzt leider nicht mehr braucht. Kann man für viel Geld vielleicht versteigern? Lieber Tom? Lisa, wo bist du? Hier voll, jawohl. Ich habe jemanden im Leverkusen-Trikot auch gefunden, mit Würz hinten drauf. Und mich würde ja mal interessieren, ob du den Fernseher immer erst ab der 85. Minute anmachst. Tatsächlich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht Leverkusen-Fan, aber ich sammle halt Trikots. Und dann gibt es einen Würz, den kann man da mal hinten drauf machen, oder? Wie siehst du seine Entwicklung auch in der deutschen Nationalmannschaft? Ja, mega. Also der ist auf jeden Fall einer der besten Talente, die wir jemals hatten. Und Tom, ich könnte direkt eine Frage noch mit in die Runde werfen. Und zwar, wer kann eigentlich Bayer Leverkusen noch stoppen und holen sie sich das Triple in dieser Saison? Vielleicht auch das noch, eine Frage dann später.
Gut, ich glaube, die ist gar nicht so schwer zu beantworten, weil Kaiserslautern, darauf einigen uns wahrscheinlich, das sehen wir eher nicht im Pokalfinale. Ne? Aber ich bin mal gespannt. Weißt ja, du hast Leverkusen ja auch die ganzen letzten Jahre verfolgt. Wie wird das in der Europa League weitergehen? Also wir haben noch Rom in der Verlosung natürlich und da gibt es ja nun auch eine Geschichte dazu. Ja, natürlich, da steht die Revanche an. Letztes Jahr unglücklich ausgeschieden gegen Rom. Da hat Rom allerdings auch noch einen anderen Fußball gespielt unter Mourinho. Ganz so destruktiv, defensiv wird es, glaube ich, dieses Jahr im Halbfinale nicht werden. Und Leverkusen hat natürlich den Vorteil, das hat man ja gestern auch schon gesehen, Florian Wirtz, Boniface, die Leute bleiben bis zur 75., 80. Minute auf der Bank. Man kann sich jetzt wirklich auf diese Europa League erstmal konzentrieren und dementsprechend auch Belastungssteuerung machen. Und ich denke, dass sie auch gegen Rom als Favorit im Spiel gehen werden. Da fällt mir aber ein, da habe ich jetzt gerade noch Kaiserslautern so schnell rausgenommen. Die haben ja gestern spektakulär gewonnen und einer, der Friedhelm Funkel ja sehr gut kennt, ist Marcel Wietecek. Ihr habt zusammengespielt, ne, damals in Uerdingen. Ist das Friedhelm zuzutrauen, dass er im Pokalfinale nochmal das ganz große Ding dreht? Also ich glaube, allen wäre lieber, wenn Kaiserslautern in der zweiten Liga bleiben würde. Das ist, glaube ich, wichtiger als so gegen Leverkusen gut zu spielen und trotzdem zu verlieren. Also wäre schon besser, wenn sie in der zweiten Liga bleiben. Und Friedhelm mit seinen 70 Jahren, wie verfolgst du ihn? Er ist ja mein Nachbar, er wohnt relativ nah bei mir und ich habe noch Kontakt zu ihm. Und ja, ich finde es super, dass er so die Mannschaft noch jetzt so wieder aufgebaut hat und hoffe, wie gesagt, dass sie drin bleiben. Wir bleiben noch mal einmal kurz bei Leverkusen und vielleicht, Tobias, von dir eine Einschätzung. Ist das, wir haben jetzt die Scouts erwähnt, wir haben den Florian Wirtz gehört, aber ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den Bayern die Vereinsführung? Ihr habt gearbeitet mit Kai Havertz und musstet da auch den Deal bekommen Richtung England. Aber in Leverkusen, das ist zumindest das, was ich mitbekomme, sind die Entscheidungswege sehr kurz. Ihr habt klare Ansprechpartner und da werden eben dann Entscheidungen auch getroffen. Das zieht sich dann oft nicht Ewigkeiten und man ist in der Geschäftsführung einer Meinung. Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Fernando Caro oder auch Simon Rolfe ziehen da an einem Strang. Die haben sich neu aufgestellt vor einiger Zeit. Gut, und ich meine, bei Bayern München hat halt leider immer irgendwer irgendwas zu sagen. Die aktuelle Diskussion, die wir jetzt wieder haben, da muss ich schon auch sagen, das ist natürlich total schwierig. Ob sich das am Ende auf die Mannschaft abfärbt oder nicht an solchen Spielen, das weiß ich nicht unbedingt, ob die sich damit beschäftigen. Thema ist das immer mal, aber man muss eben aufpassen, dass es nicht irgendwann, wenn das sich so sehr häuft wie bei Bayern jetzt aktuell, dass es nicht als Alibi herangezogen wird. Ne? Und die Ruhe hast du in Leverkusen, natürlich ist der sportliche Erfolg, der steht halt über allem. Und wenn das funktioniert, dann sind die anderen Dinge egal, aber dann sagt natürlich auch keiner was. Wie ist das denn, ihr habt ja Spieler bei den Bayern. Ihr habt da Serge Gnabry, habe ich eben gesagt, Conny Leimer. Ist der übrigens, kann man das schon sagen, kann er spielen am kommenden Dienstag, Leimer? Was ist mit Serge Gnabry? Ihr seid ja dann auch schon immer auf dem Laufenden, ja, wie fit die Jungs gerade sind. Leimer musste gestern raus. Ja, genau. Also beim Conny kann ich es noch nicht sagen. Bei Serge ist es auch noch nicht ganz entschieden. Gestern war klar, dass er erstmal nicht dabei sein wird. Ich hoffe, dass es bei beiden irgendwie reicht. Falco, hast du das Gefühl, dass das schon ein wesentlicher Unterschied ist, so wie ihr in Leverkusen arbeiten könnt, diese Ruhe, die ihr in diesem Verein habt, dass das eine Grundlage ist, auch für euren Erfolg in diesem Jahr? Ja, ich glaube, in erster Linie ist es dem zurückzuführen, dass wir wirklich als Einheit funktionieren. Alles, was wir machen, ist abgestimmt darauf, dass wir eine Harmonie haben mit unserem Trainer. Wir sind schon als Verein diejenigen, die bestimmen, welche Spieler wir holen. Aber ganz klar, es nützt nichts, wenn der Trainer einen Spieler nicht haben will, dann kann er nicht mit dem richtig arbeiten. Also für uns war es halt einfach wichtig zu sagen, wir wollen was anders machen, wir wollen, ich sag mal, die Mannschaft neu aufstellen. Wir haben sehr, sehr, sehr oft junge Spieler ausgebildet. Wir haben ganz klare Erkennungsmerkmale gehabt für die Spieler. Und die waren dann ein, zwei Jahre bei uns und sind weitergezogen. Und was geblieben ist, ist einfach, wir haben nie was gewonnen in den letzten Jahren. Und das ist das, was Fernando mit reingebracht hat, Simon mit reingebracht hat. Bei aller Ausbildung, bei allem Return of Investment wollen wir natürlich auch irgendwann mal was gewinnen. Und das ist
glaube ich, der entscheidende Punkt, der geändert wurde, einfach aggressiver aufzutreten in den Spielen. Wir haben immer sehr, sehr gute Spieler bei uns gehabt, wir haben immer Tempo im Spiel gehabt, aber das muss sich eben auch im Erfolg auszahlen. Und das ist das, was geändert wurde. Und deswegen, klar, wenn ich sehe, letztes Jahr von 8 Neuzugängen haben wir 5 oder 6 Stammspieler mit drin. Das hat alles super funktioniert, das war super harmonisch. Wir haben keine großen Verletzungen gehabt oder selbst die, die wir hatten, Andrich, Boniface, konnten wir relativ gut abfangen. Auch im Frühjahr, holpriger Start, aber wir haben auch 4 Leute beim Afrika-Cup gehabt. Also von daher, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert mit einer Belastungssteuerung. Bei uns sind immer 17, 18 Leute im Einsatz gewesen, wenn wir 2-mal die Woche gespielt haben. Also von daher sind sehr, sehr viele Umstände, die dazu geführt haben. Aber ganz klar mit Plan von oben nach unten wurde diese Saison genauso, wie sie jetzt abgelaufen ist, geplant und möglicherweise erfolgreich. Bevor ich Lisa gleich nochmal dazu nehme, Jens, vielleicht nochmal, weil das auch gerade gesagt wurde, Afrika Cup. Da hat ja dann Xabi Alonso auch im letzten Spiel vor der Winterpause schon ohne die Spieler gespielt, die in den Afrika Cup entlassen werden. Die Mannschaft hat gewonnen. Wie wirkt sich das auf eine Mannschaft aus, wenn du das Gefühl hast, egal was der macht, ob er den Torwart tauscht, ob er da 4 Leute rausnimmt, es funktioniert alles. Erfolg, wenn du den hast, dann ist es eigentlich ganz egal, was du vorher gemacht hast. Also wir 96, 97 sind ja auch 7, 8 Spieler zu Leverkusen gewechselt und Christoph Daum hat gar nicht gewechselt. Der hat gesagt, das sind meine ersten 11, die spielen immer, wenn sie fit sind und die Ersatzspieler können sich im Training nicht anbieten. So, dann musst du halt hoffen, dass es greift und dass der Erfolg da ist, weil sonst zerschießt du dir alles. Und da ist es jetzt umgekehrt. Letztendlich kann Xabi machen, was er möchte. Es funktioniert, weil, so wie der Falco auch gesagt hat, es harmoniert hervorragend, die Räte greifen ineinander und unterm Strich steht der Erfolg. Und das ist das, was wirklich ja, im Profifußball sowieso zählt. Und deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die nächsten 2 Titel fest im Visier sind. Und also ich gehe davon aus, dass sie auch beide holen. Ja, eben. Olli? Ein Erfolgsgeheimnis hat jetzt auch noch Victor Boniface im Interview verraten. Dadurch, dass Xabi Alonso immer mittrainiert, können sich die Spieler nicht erlauben, schlechter zu sein im Training als der Trainer. Und deswegen sind sie so gut. Das ist aber schwer. Also so gut wie der noch ist, der könnte, glaube ich, noch mitspielen. Ja, ich meine, man kann sich ja im Internet diese Szenen angucken, ne? Also damit Grimaldo ihm noch zeigt, wie er die Schusstechnik für den Freistoß ändern soll und das nächste Ding langt da oben in den Knick und das passiert im Spiel dann fast genauso. Also das ist schon fast magisch, was da passiert ist und ich glaube, jeder hier, da widersprecht ihr mir gerne, freut sich auf die Spiele von Leverkusen. Ich habe ja nichts lieber gesehen als die Spiele von Bayer Leverkusen dieses Jahr und bin bei jedem Spiel, wo ich kann, im Stadion. Das ist wirklich total beeindruckend gewesen. Eine Frage an den Falco, bei allem, wie die Spieler aufgestellt sind, wie Simon und Xabi das gemacht haben, so ein Ensemble zusammenzustellen, das ist schon stark. Aber es ist vielleicht, also wie ich das sehe oder die Frage, ist es der Grund auch, warum die Mannschaft so erfolgreich ist, dass Xabi das umsetzt, was er als Spieler schon gemacht hat? Also wenn man ihn früher gesehen hat, er war ja nun mit dem Ball am Fuß nicht der ganz große Spieler, aber er hat immer gewusst, was passiert. Er hat Spielzüge vorausgesehen, wusste, wo er hinlaufen muss und hat die Räume dann letztendlich auch zugelaufen, hatte den Ball. Und wenn ich den in Leverkusen an der Seitenlinie sehe, denke ich immer, er macht das jetzt auch. Er dirigiert seine Spieler und schickt die dahin, wo der Gegner noch gar nicht weiß, dass der Spieler dahin laufen wird und dass der Ball da hinkommt. Also auch der gegnerische Spielzug wird schon relativ früh erkannt. Ich finde das sensationell und habe dann ein bisschen Angst, also Angst in Anführungsstrichen, wenn er dann doch mal gehen sollte, was er jetzt Gott sei Dank nicht macht, dass das dann wieder auseinanderbricht, weil dieser Dirigent dann weg ist und die Mannschaft sich so drauf eingestellt hat. Xabi ist natürlich als Spieler schon Stratege gewesen. Es geht nicht um Tempo, was Sprints angeht oder sonst irgendwas, sondern er war schnell im Kopf. Und das sieht man an seinen, hat man als Spieler gesehen, an seinen Laufwegen gegen den Ball und für den Ball. Tatsache ist, unsere Spieler machen sich große Sorgen, weil so ein Passspiel wie er kriegt keiner hin. Und deswegen haben die manchmal schon, ein Glück gewinnen wir andauernd, sodass sie Selbstvertrauen aufbauen können über die Siege. Also ich denke aber trotzdem, dass beides zusammen funktionieren kann, weil du siehst es heute sehr, sehr oft im bezahlten Fußball,
dass der Trainer schon eine super Idee hat, nur die Spieler es nicht umsetzen können. Und deswegen denke ich, diese Einheit ist eigentlich am wichtigsten, dass du Spieler auf dem Platz hast, die verstehen, was der Trainer will. Weil wenn sie es nicht verstehen, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Und das ist sicherlich ein großes Erfolgserlebnis. Er hat klare Visionen, welchen Spielertyp er in welcher Position haben will. Er hat glanzklare Anweisungen an die Spieler, was sie in ihren Positionen, in ihren Positionsgruppen zu tun haben. Und außenrum natürlich auch einige Helfer. Er hat einen fantastischen Trainerstab, die individuell mit den Spielern arbeiten, mit den Positionsgruppen arbeiten. Und so denke ich, jetzt immer hinzugehen und zu sagen, es ist nur Xabi Alonso, das ist alles mit sehr, sehr harter Arbeit untermauert, was wir da jetzt im Augenblick abliefern. Und ganz klar, Xabi ist natürlich der Kopf hinter dieser ganzen Geschichte. Und deswegen glaube ich einfach, dass dieser Erfolg, den wir da haben, eben auch eine ganz klare Leistung ist vom ganzen Team. Da arbeitet jeder mit und wer nicht arbeitet, der wird dann früher oder später halt aussortiert. Und so knallhart ist er auch. Dann vielleicht um kurze Antwort an dieser Stelle, Falco. Hier ist die Frage reingekommen, womit konnte ein Grimaldo überzeugt werden, vom schönen Portugal ans Bayerkreuz zu wechseln? Geld oder Xabi Alonso oder habt ihr was anderes versprochen? Ja, mit einer hohen Lebensqualität in Leverkusen natürlich. Das war die direkt zu Köln, ne? Die Nähe zu Köln ist das. Über, ne? Geld reden wir natürlich nicht. Und Grimaldo ist sehr, sehr lange in unserem Fokus gewesen im Scouting. Irgendwann haben wir ihn überredet und wenn du dann einen spanischen Trainer mit diesem Namen kriegst, dann ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter. Und diese ganzen Faktoren zusammen haben sicherlich dazu geführt, dass so ein Spieler wie Grimaldo bei uns spielt. Um mal eine Kleinigkeit, gar nicht negativ, aber jetzt mal ehrlich zu sagen, zu Leverkusen. Ne? Es gab ein Spiel gegen Stuttgart im Pokal. Da stellt Klaus, Xabi Alonso dann Kova ins Tor. Der spielt, das war ein paar Tage vor dem Spiel gegen Bayern, ja? Der spielt zwei Harakiri-Bälle im Prinzip in der ersten Hälfte, daraus macht Stuttgart aber kein Tor. Der spielt dann Andrich so an, dass er den Ball verliert, daraus fällt es 2-1. Wenn Leverkusen das Spiel verliert, ich habe es kommentiert, die Leverkusen fanden, ich war zu kritisch gegenüber Kova, ist wahrscheinlich berechtigt gewesen, aber das war halt mein Eindruck. Wenn die das Spiel verlieren, dann hat eine Mannschaft, die 31 Jahre keinen Titel gewonnen hat, das Pokalspiel abgehakt und geht dann so in das Spiel gegen Bayern. Aber sie machen natürlich dann wieder das 2-2 und in der letzten Minute durch Tadas 3-2. Ich wollte nur sagen, wenn du siehst, wie die Mannschaften heute hinten rausspielen, der Xabi Alonso will ja, dass der Kova so spielt, so spielen auch sehr, sehr viele Top-Mannschaften. Klaus, das Torwartspiel hat sich da dramatisch verändert. Gehst du dabei allen mit? Sagst du, der muss diesen Ball auf Andrich so spielen, der Andrich muss ihn besser annehmen? Oder ist das Risiko fast schon überreizt? Also ich sage immer, wenn du einen fußballerisch herausragenden Torwart hast, wie viele Tore schießt du in der Saison? Und ich sage -3. Du beschießt vorne kein Tor oder vielleicht eins und kriegst mehr hinten rein. Das Risiko ist mir oftmals zu hoch und das passiert ja jedes Wochenende, passieren ja Tore durch hintenrum Spielerei. Und früher, wenn man zum Torwart zurückgespielt hat, haben alle gepfiffen. Weil sie gesagt haben, ja, das ist langweiliger Fußball. Heute hat der Torhüter teilweise die meisten Ballkontakte und dann sagen sie, das ist der moderne Fußball. Also mir gefällt es nicht. Ich will auf der anderen Seite den Ball haben, nicht bei mir vor dem Tor, sondern drüben, weil da vorne schießen wir Tore, hinten kriegen wir Tore. Jens, du hast ja immer auf der Position davor gespielt. Du bist natürlich dann auch immer dabei, nicht zu schlagen, die Bälle. Übrigens ja auch schön, dass Xabi Alonso, der mit die meisten langen Bälle gespielt hat, als Bayern-Spieler, dass der jetzt nur noch kurz spielen lassen will. Und die Leverkusener dürfen eigentlich die Bälle gar nicht mehr lang spielen, fast. Wie siehst du das, wie hinten rausgespielt wird? Ich bin davon überzeugt, dass alle Situationen, wenn du sie hinten rausspielst, ob sie jetzt gut gegangen sind oder nicht gut gegangen sind, analysierst. Und dann den perfekten Pass zeigst, wie er eigentlich gespielt hätte werden können. Und ich bin ein Freund davon, aber das ist auch ein Stück weit Erfahrung. Wann spielst du hinten raus, ohne deinen Mitspieler so in Bedrängnis zu bringen? Oder wann kläre ich einfach mal? Wann haue ich das Ding nach vorne? Das kann ja auch eine Waffe sein. Und das ändert sich gerade in der Torwartausbildung auch, dass wieder vermehrt die langen Bälle gespielt werden. Jetzt nicht blind vornherein, sondern gezielt auf die Halbposition, um dann da auch wieder ein taktisches Mittel zu haben. Also die Balance macht es überall.
Und wenn es einer übertreibt, das hat man auch gesehen in Hamburg, wie es dann wirklich schief gehen kann und dann halt in der zweiten Liga angekommen ist oder geblieben ist. Ja, das sind dann solche Momente, wo du denkst, boah, hau ihn doch einfach mal weg. Wir sprechen über Heuer Fernandes, ja, der auch das Torwartspiel auf ein neues Level heben wollte, aber das hat nicht immer so, nicht immer hundertprozentig so geklappt. Ich würde sagen, Leverkusen haben wir wirklich gewürdigt jetzt. Ja. Es gibt aber auch einiges weit aus der Region zu besprechen und natürlich müssen wir über die Bayern und über Uli Hoeneß sprechen. Aber vorher Lisa. Ganz zum Schluss noch eine letzte Frage. Es ist die Verknüpfung zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Wir als Gladbach-Fans, wir sind ja etwas traurig gewesen, dass wir unseren Jonas Hofmann verloren haben. Zu Recht. Merken aber, dass er jetzt in Leverkusen bei all der Konkurrenz nicht mehr so oft eingesetzt wird. Ich frage mich, freut er sich, dass er dahin gegangen ist oder ist er traurig, dass er von Gladbach weggegangen ist? Auch wenn ich nicht für Jonas Hofmann sprechen kann, die Chance mit Borussia Mönchengladbach deutscher Meister zu werden, ist ja im Moment relativ überschaubar. Aber ich frage mal direkt, Tobias, er hat ja eine Ausstiegsklausel gehabt. Ja? Die hat ja jemand rein verhandelt. Die Ausstiegsklausel war 10 Millionen Euro, hätte es die nicht gegeben. Aber Bayer wusste das natürlich und hat dann zugeschlagen. Das ist gang und gäbe, ja? Dass Spieler, die jetzt Verträge verlängern, wie Jonas Hofmann in Mönchengladbach, sich dann relativ tiefe Klauseln reinschreiben lassen, damit sie im Zweifel, wenn so ein Angebot kommt, wie jetzt von Bayer, gehen können. Ja, das gelingt nicht immer. Also der FC Augsburg, der macht zum Beispiel überhaupt keine Klauseln in seine Verträge. Aber du hättest wahrscheinlich Jonas gar nicht verlängert bekommen. Das ist dann, wäre er vielleicht schon ein Jahr vorher woanders hingegangen. Und dann ist es manchmal auch der saure Apfel, in den der Club einfach beißen muss. Und wenn man eine gewisse Perspektive bei dem Spieler hat oder er für sich sie noch sieht und dann vielleicht sagt, ich will noch mal ein Jahr hier bleiben und dann möchte ich mir noch mal meinen Traum erfüllen, wo auch immer hinzugehen, dann ist es das schon ein adäquates Mittel, um sich diese Freiheit noch zu behalten. Ja. Und ich glaube, man hat ja auch gesehen, dass in Leverkusen ja alle zum Einsatz kommen und letztlich sich dann alle mit diesen Titeln schmücken dürfen. Ist dann nur die Frage, wie sieht es mit der deutschen Nationalmannschaft aus? Er braucht natürlich Spielzeit, um zur Heim-EM zu kommen. Wie seht ihr da seine Chancen? Ja, genau das war eines der Hauptargumente auch für Jonas, einfach im Fokus zu bleiben für die deutsche Nationalmannschaft. Das ist sicherlich sehr, im Augenblick sehr, sehr schwer für ihn, weil er kaum Einsätze hat. Er ist fast immer dabei im Kader, aber er spielt recht selten. Und das Problem war sicherlich auch in Mönchengladbach gewesen, dass mehr und mehr Spieler abgegeben wurden, Gladbach einen relativ großen Umbruch einleitet. Und wenn du dann die Ambition als Spieler hast, eben noch für die Nationalmannschaft ein großes Turnier zu spielen, dann kann ich ihn irgendwo verstehen, da denke ich mal jetzt auch als Spieler. Lass uns bei Gladbach bleiben. Ja? Ich glaube, das ist ja eh eine Mannschaft, die hier sehr spannend ist oder sehr genau verfolgt wird. Heute mit einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Hat der eine oder andere hat hier Gladbach-Bezug, ihr seid nah dran bei der Borussia. Bist du weiter optimistisch, positiv, dass das für Gladbach gut ausgeht in dieser Saison? Weil das Spiel heute ist ja nicht ganz ohne. Nee, ich denke heute das Spiel ist wirklich richtungsweisend. Also wenn das heute schief geht, dann habe ich große Sorge für, aus Gladbacher Sicht jetzt mal gesprochen, dass das wirklich noch auf Platz 16 runtergehen könnte. Also dann wäre Union mit dem Sieg heute vorbei, nächste Woche spielt Union gegen Bochum, da wird jemand punkten. Gladbach hat unter anderem noch Stuttgart im Restprogramm, also heute sollte zumindest nicht verloren werden. Was hat Gladbach falsch gemacht? Warum ist Gladbach in der Lage? Also der Mannschaft fehlt so ein bisschen die Achse, es fehlen Führungsspieler, also zum Teil selbstverschuldet, natürlich einige Abgänge, Jonas Hofmann unter anderem, aber er war ja nicht der Einzige. Dazu kam natürlich, dass Spieler, die als Führungsspieler eingeplant waren, wie zum Beispiel Itakura, viel lange aus, verletzt, Player viel sehr lange aus in dieser Saison, nicht richtig fit geworden, Julian Weigel, relativ enttäuschend, man hat ihn für, ich glaube, 8 Millionen verpflichtet, man hat sich sehr viel von ihm versprochen, ist diesen Erwartungen aber auch nicht gerecht geworden. Neuhaus ebenso, also Verletzungspech, mangelnde Führungsspieler nicht fit, ja, da können sich dann auch die jungen Leute nicht so entwickeln natürlich, wenn das ganze Gebilde nicht so stabil ist und ja, dann hat man vielleicht auch die Situation immer ein bisschen
unterschätzt. Man dachte, ja, man punktete so halbwegs, aber auf einmal, oder wie es jetzt ist, ist es auf einmal sehr eng geworden. Der Trainer war ja vorher in Leverkusen, Jens. War dort eigentlich durchaus gut gelitten, hat aber am Ende die Punkte nicht mehr geholt, die er brauchte. Man hat sich dann entschieden, den Cut zu machen. Wie schätzt du Seoane ein? Also absolut akribisch als Arbeiter, das weiß ich, weil der Guido Streichsbier ja Co-Trainer ist und der war vorher mein Cheftrainer bei der Jugendnationalmannschaft. Karlsruhe, ne? Guido Streichsbier? Ja. Karlsruher Vergangenheit noch. Und wir hatten Austausch und ich habe auch noch mal ein Training, ein Profitraining anschauen können und kurz mit Seoane dann auch gesprochen. Also es ist schon Wahnsinn, wie er auf dem Platz steht, was er von der Mannschaft verlangt. Ich hatte mal kurz den Eindruck, ob er sie nicht so vielleicht sogar überfordert. Das ist, was Falco auch gesagt hat, wenn du eine Philosophie als Trainer hast und schaffst es nicht, an die Mannschaft ranzukommen, die sie dann umsetzen kann, dann musst du als Trainer vielleicht auch mal switchen. Und da bin ich jetzt aber zu weit weg, um zu sagen, es funktioniert so nicht. Ich hatte bloß in dieser Einheit das Gefühl, die Mannschaft ist ein bisschen überfordert. Ob man das jetzt als Beleg dafür nehmen kann, dass es im Moment nicht so läuft, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass nach der Saison, ich bin davon überzeugt, dass Gladbach auch in der Liga bleibt und dann mit dem wirklichen Gedankengut zu sagen, okay, was ist schiefgelaufen und dann die neue Saison auch mit der Vorbereitung starten kann, vielleicht ein oder andere Verstärkung dazu, dass er dann mit seiner Philosophie die Mannschaft erreicht und nächstes Jahr wieder einen Schritt nach oben machen kann. Da bin ich fest davon überzeugt. Dazu müssen sie natürlich drinbleiben. Ne? Wenn Mainz heute gewinnt, sind die ganz, ganz nah dran. Marcel und Klaus, ihr seid da auch super nah dran. Der hat ja jetzt geswitcht, Seoane. Lässt er jetzt ein bisschen defensiver spielen. Hat in Hoffenheim aber jetzt auch nicht so geklappt am Ende. Da war noch nicht mal mehr Platz für in der Startelf. Wie blickst du auf die Borussia? Vor allem auch auf die Flut an Gegentoren, die man bekommen hat. Ja, das Problem, glaube ich, dass sie natürlich vor der Saison drei Spieler verloren haben, die meisten Tore gemacht haben mit Thüram, Hoffmann und Stindl und da jetzt keinen richtigen Ersatz geholt haben. Und ja, wir hoffen, dass natürlich der Rico Reitz da jetzt richtig mal einschlägt und so ein Führungsspieler mal wird in der Zukunft. Und ja, mit Gegentoren natürlich eine sehr unstabile Abwehr, wo zu viel passiert und ich hoffe trotzdem, dass die jetzt heute gegen Berlin gewinnen. Ich habe hier einen ganz jungen Fan gefunden mit Rocco Reitz hinten auf dem Trikot. Warum hast du dir den denn ausgesucht? Ich fand, der war ein sehr guter Spieler und er ist halt sehr balltechnisch stark. Und ein Gladbacher Junge, ne? Ja. Ich wollte auch noch mal hier nachfragen, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast die letzten Jahre diese etwas schwerere Phase mitbekommen. Ist man da heute aufgeregt vor dem Spiel gegen Union Berlin, wenn man weiß, es könnte noch mal eng werden? Ja, aber also ich finde, man hat es ja selbst in der Hand quasi. Wenn man heute gewinnt, ist man ja eigentlich, ja, ist man dann raus. So wahrscheinlich schon, ja. Und auch wenn die anderen Mannschaften, die da in der Gegend sind, alle gewonnen haben, hat man es ja am Ende immer noch selbst in der Hand heute. Du musst ja einfach gewinnen und dann ist es fertig. Einfach gewinnen und dann ist es fertig, ne? Klaus, warum kriegen die Borussen solche Gegentore? Warum kriegen sie das einfach jetzt über Wochen und Monate nicht in den Griff? Das große Problem ist, ich glaube, die haben 30 Punkte nach Führung verspielt oder wie viele. Und die verpassen das dann immer, wenn sie führen, das zweite oder das dritte nachzulegen. Und den Torwart haben sie ja gewechselt, weil der Umlin ja lange verletzt war und der Moritz hat es herausragend gemacht. Also ich fand ihn eigentlich fast besser als Umlin. Also da am Torwart liegt es nicht. Dieser fragt gern nochmal hier rum, welche Gründe hier gesehen werden dafür oder ob man den Weg, was mich interessieren würde, ob man den Weg mitgeht, den jetzt ja Roland Wirkus auch vorgegeben hat, eben einfach zu sagen, wir holen einen Trainer wie Seoane, der auch ausgebildet hat in der Schweiz, der Jugendspieler integriert hat, aber natürlich geht das nicht so schnell, dass man sofort die Spieler nachschiebt, man muss sie ja erstmal ausbilden. Also bist du geduldig, das ist quasi die Frage, gehst du den Weg mit?
Ja, eigentlich schon. Aber ich muss dem Witti recht geben, die werden nicht absteigen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber zwei Dinge sprechen, glaube ich, dafür, dass die Mannschaft so viele Gegentore kriegt. Das eine ist, dass sie immer wieder diese Alibi-Situation haben, wir sind im Umbruch, wir müssen nicht gewinnen, wir müssen nur nicht absteigen. Das ist das eine. Das zweite ist, ihr habt alle Fußball gespielt und ihr wisst, wie viel der Kopf mitspielt. Und wenn ich immer weiß, wenn ich in Führung gegangen bin und verliere danach das Spiel, dann steckt das im Kopf drin. Ähnlich wie Leverkusen weiß, dass sie ab der 87. Minute noch zwei Tore schießen. Und ich denke, das ist auch in den Köpfen drin. Und dann überlegst du schon, oh, jetzt sind wir in Führung gegangen und was machen wir jetzt? Das zweite nachlegen oder sollen wir da hinten dicht machen? Ich denke eher, auch das ist ein Problem. Wie seht ihr das? Ist der Kopf ein Problem bei Borussia Mönchengladbach und vor allem die Führung herzugeben? Ja, wir hatten es ja gestern auch, wir waren gestern Abend unterwegs und dann hieß es ja Leverkusen 0-2, ja wie viele Minuten, ich weiß jetzt nicht, 60. oder 65, ja 1-2, weiß noch lange Zeit. So. Das heißt, das ist schon in den Köpfen drin, bei den Fans, bei den Leuten drumherum, das ist auch bei den Spielern drin. Und so wie es positiv bei Leverkusen drin ist, ist es negativ beim Gegner drin, die genau wissen, okay, wir haben noch, noch 7 Minuten Nachspielzeit. Und das ist drin, das kannst du nicht ausschalten. Unterbewusstsein macht sehr viel und da ist es dann bei Gladbach wahrscheinlich andersrum genauso, weil auch da gibt es ja einen Gegner, der weiß, die haben schon ziemlich viele Punkte verspielt, obwohl sie eine Führung haben. Das ist einfach so, da kannst du dich nicht frei von machen. Um mal ein bisschen zu träumen, Charlie, ist es für dich vorstellbar, wir haben ja jetzt Leverkusen gerade abgefeiert, ja, und Leverkusen stand aber ja, als Xabi Alonso die Mannschaft übernommen hat, ganz, ganz unten, standen auf Platz 17. Ist es denkbar, wir haben das Beispiel VfB Stuttgart in dieser Saison, dass sich eine Mannschaft wie Mönchengladbach so schnell neu aufstellt, ja fast neu erfindet, dass eine ähnliche Leistungssteigerung relativ schnell denkbar ist? Ja, ich glaube, bei Gladbach konnte man tatsächlich auch in den letzten Jahren beobachten, die hatten ein unglaublich gut funktionierendes Konstrukt, fand ich. Also wirklich auch aus der Geschäftsführung heraus, man hatte so das Gefühl, das ist sehr kompakt, da stimmt doch alles. Und dann ist das so peu à peu auseinandergebröckelt. Natürlich hast du noch den einen oder anderen Spieler, der geht, der Trainer, der geht, neuer Trainer kommt. Die haben ja auch eine relativ, ich meine, hohe Trainerfluktuation gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde mich als ehemalige Spieler, mich hätte das total irritiert schon allein, wenn man sich so, weil häufig ist es so, jeder Spieler hat quasi seinen Trainer oder seine Trainerin und wenn der dann gerade weg ist, wo du deinen Leistungshoch hast, man sieht das ja jetzt auch an so Spielern wie Sané beispielsweise oder Gnabry beim FC Bayern, das ist ja traurig, was da gerade passiert mit diesen beiden Spielern. Der Berater von Gnabry sitzt neben dir, ne? Ja, Schade, kannst du direkt dich austauschen, was da jetzt genau traurig ist, ja? Traurig daran ist, dass es beides, also der eine Spieler ein Formtief hat und der andere Spieler verletzungsbedingt nicht spielt und grundsätzlich auch nicht so den Stammplatz hat beim FC Bayern in dieser Saison. Aber um nochmal auf Gladbach zurückzukommen, ich kann mir sehr wohl vorstellen, weil ich finde, Mönchengladbach hat es einmal gezeigt, dass die ein sehr gut funktionierendes Konstrukt haben und aus diesen Altlasten rauskamen damals. Das haben die gut neu aufgebaut. Ich finde, die waren auch sehr vorbildlich in der Bundesliga damit, muss man ehrlicherweise sagen. Selbst die Kölner haben gesagt, dass man sich so ein bisschen an Gladbach orientieren muss. So sieht es aus. Hat nicht ganz geklappt. Obwohl jetzt vielleicht, die haben auch Champions League gespielt. Jetzt orientieren sie sich ja wirklich genau an Gladbach. Ja. Was sagst du? Ja, wir haben ja auch Champions League gespielt zwischendurch mal. Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Sehr nah dran. Eine Frage von mir vielleicht, auch an dich gerne. Welche Rolle spielt Roland Wirkus? Ist er der richtige Mann, um Borussia Mönchengladbach wieder zum Erfolg zu führen? Ja, also ich bin ja ehrlich gesagt keine Freundin von Konjunktiv. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man muss halt irgendwie vielleicht einfach mal eine Zeit abwarten. Ich glaube, was wir grundsätzlich in Deutschland für ein Problem haben, das ist so ein gesellschaftliches Ding, wir sind zu wenig geduldig in vielerlei Hinsicht. Das heißt, diese Zeit des Aufbauens, einem wirklich auch diese Plattform zu bieten. Ich weiß, in der schnelllebigen Bundesliga ist das so gut wie unmöglich. Aber manchmal geht es vielleicht auch nicht anders. Deswegen müsste man das vielleicht ein Stück weit abwarten. Aber im Moment bin ich viel mehr beim 1. FC Köln. Aber alles gut mit Gladbach. Aber ein kleiner Gedankensprung, weil Marcel das gerade sagte, ihr habt mal Champions League gespielt. Das ist natürlich für alle Mannschaften, vielleicht die Bayern, also deinen ehemaligen Verein rausgenommen, echtes Problem. Wenn du jetzt Leverkusen, wird das Gehaltsgefüge jetzt auch nochmal dramatisch verändern müssen.
logischerweise, sie spielen Champions League, ja, die Mannschaft war ja so nicht aufgestellt. Der VfB Stuttgart wird das Problem ganz massiv kriegen, der hatte das auch schon, als die damals Champions League gespielt werden, haben, dann werden die Ansprüche höher, die Spieler wollen andere Verträge haben, du passt die Verträge an, die Leistung kommt nicht immer automatisch so. Wie war das damals in Gladbach? Weil du hast ja eigentlich dann einen Vorteil gegenüber anderen Clubs, weil du mehr Geld einnimmst. Ja klar, dann verpflichtest du natürlich Spieler, noch mehr Spieler, weil du natürlich die Doppelbelastung hast mit Champions League, Pokal und Meisterschaft, und manchmal tätigst du eine Fehlentscheidung und verpflichtest du die falschen Spieler, und irgendwie nach 2-3 Jahren, wo du dann wieder nicht spielst, musst du die noch bezahlen und dann verkaufst du die für weniger Geld, und so ist das dann natürlich passiert. Deswegen musst du konstant oben bleiben, international spielen, und Borussia Dortmund ist ein gutes Beispiel, die sind ja seit Jahren in der Champions League, deswegen verpflichten die immer gute junge Spieler, die dann teuer verkauft werden. Hatte Werder Bremen auch die Phase, aber wenn die mal abreißt und die Einnahmen nicht mehr kommen, wird das ganz schnell, geht es in die andere Richtung. Vielleicht eine Einschätzung von dir noch, auch zur Perspektive von der Borussia. Genau, ich glaube, diese Kontinuität ist einfach wichtig. Also Gladbach hat ja, es war ja nicht nur Stuttgart, die von der Relegation jetzt in die Champions League durchstarten. Gladbach hat es ja genauso gemacht damals, 2011, gegen Bochum, Relegation, gerade dem Abstieg noch entgangen. Aber dann hat man halt kontinuierlich was aufgebaut. Man hat mit Lucien Favre einen Trainer geholt, der über Jahre lang was entwickelt hat. Max Eberl stand als starker Mann dahinter. Man hatte eine klare Philosophie, welche Spieler verpflichtet werden, junge Spieler, die dann verkauft werden mit ordentlich Gewinn. Dafür kann man sich neue talentierte Spieler holen. Diesen Weg will man ja wieder gehen, diesen Borussia-Weg. Aber der ist im Moment noch viel zu wenig mit Leben gefüllt. Es gibt noch eine Menge zu besprechen. Natürlich die Chancen bei der Euro, natürlich auch das Thema, wie entwickelt sich der Frauenfußball weiter. Wir wissen ja, dass es hier eine große Community gibt, auch in Glehn. Ich habe nur der Walter wollte zu dem Thema was sagen. Bevor wir nämlich dann das Break machen, würde ich sagen, thematisieren wir das mal, denn in Glehn passiert ja eine ganze Menge, was den Frauenfußball angeht, und das ist dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, der Walter kannte den Verein eigentlich gar nicht, und jetzt hat es dich doch hier nach Glehn gezogen. Warum genau, und was ist dir auch positiv aufgefallen? Ja, im Gegensatz zum Tom hatte ich noch nie was von Glehn, nicht mal gehört. So sind wir Bielefeld. Für Bielefeld läuft es auch gut, die schaffen den Klassenerhalt in der dritten Liga wahrscheinlich. Der FC Köln streicht ja ab, das ist ja leider so. Ne? Also, das ist schwer im Moment, ne? Schwer, ich muss viel Trauerarbeit leisten, aber dann kam der Lichtblick. Ich kam am Freitag vor einer Woche in diesen Ort, weil ich da ein Pensionszimmer gefunden habe. Und dann hatte ich abends Hunger und dachte, was öde, ein Ort, nur eine Hauptstraße, und da ist Alt Glehn, ein Restaurant. Und dann wollte ich einen Spargeltoast bestellen. Habe ich auch gemacht. Und dann kamen sie wieder. Möchten Sie auch frischen Spargel haben? Haben wir gerade. Ist aber deutlich teurer. Dann sage ich, dann nehme ich einen Strammwachs. Das Wichtigere war aber, neben dem Altlehm war ein Aushang. Nicht mal ein Plakat, nur so ein kleiner Aushang. Da stand drin, Glehner Steilpass. Dann habe ich gleich geguckt, oh super, Mario Basler ist nicht drauf, da gehe ich hin. Er ist heute im Doppelpass übrigens in München. Ja, dann weiß ich, dass ich auf der besseren Veranstaltung bin. Neben dem Aushang hing noch ein Aushang, Einladung zum Schnuppertraining, Mädchenfußball. Dachte ich, wow, eine Straße, ein Dorf, was aussieht, als würden da nur 2000 Leute leben, macht ein. Dann habe ich näher geforscht. Die machen nicht nur ein Schnuppertraining, die machen ein Tag des Mädchenfußballs. Sowas habe ich in meiner Hamburger Zeit auch mal organisiert. Ich weiß, was damit zusammenhängt, was das aber auch für einen Spaß machen kann. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, da gibt es ja noch mehr als die Hauptstraße. Ne? Da gibt es zum Beispiel bei Netto eine ganz nette Bäckerei, Matheisen heißt die, glaube ich. Da habe ich jeden Morgen gefrühstückt und habe dann auch ein Mitglied des Vereins hier getroffen. Und der hat mich mit dem Vorsitzenden in Verbindung gebracht, mit dem Norbert Jutzig oder Jutschik. Den habe ich gleich kontaktiert. Und da ist mir erstmal klar geworden, dass was hier im Frauen- und Mädchenfußball passiert,
Das ist eine absolute Seltenheit, was hier an Wertschätzung dem Frauen- und Mädchenfußball gegenübergebracht wird. Ich muss sagen, das hat mich zutiefst berührt. In meiner Hamburger Vergangenheit, da gibt es in Hamburg die Regel, das jeweils höherklassige Team hat die besseren Spielzeiten. Und das war in meinem Stadtteil, waren es die Frauen. Da gab es Kommentare von den Männern, die machen uns den Rasen kaputt, die Weiber da, und die können nichts und so. Das ist latent immer noch weit verbreitet, obwohl sich da viel getan hat. Spätestens seit der Euro 2022, da hat man gesehen, 18 Millionen Zuschauer im Fernseher, die besten. Die beste Einschaltquote der ganzen Saison. Und wenn man sich heute ein Frauenfußballspiel anguckt, auf hohem Niveau, Bundesliga zum Beispiel, oder auch sogar Verbandsliga, das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem, was man vor 20 Jahren gesehen hat. Ne? Walter, vielleicht würdest du mir erlauben, auch einmal die Laura mit einzubinden. Das ist nämlich ihr Jugendleiterin, dass sie vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählt, was hier das den Verein so besonders macht. Herzlich gerne. Ich musste mich jetzt unbedingt wieder weg. Ich nehme gerade an einem Seminartag in München-Gladbach. Als Kölner ist, Anhänger ist das schwierig, aber dann würde ich die Gelegenheit nutzen. Dann bleib noch kurz hier, die 5 Minuten, okay? Dann höre ich Laura noch zu und dann gehe ich und bedanke mich bei der ganzen Gemeinde Glehn hier. Ich bin so begeistert, dass ich am Mittwoch zum ersten Mal zu diesem Tag des Mädchenfußballs, wo ja auch die ganzen Pokalendspiele und so weiter stattfinden, da bin ich auf jeden Fall schon wieder hier. Mein Gott, das Glehn doch mit dir macht. Bist aber auch Trainerin, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Was macht Glehn so besonders und vor allen Dingen eben auch die Abteilung Mädchen-Frauenfußball? Ich glaube, bei uns ist es sehr besonders, dass wir über Jahre es geschafft haben, alle Mädchenmannschaften zu besetzen, also von den ganz kleinen und neuen Schnuppertraining, die direkt aus der Grundschule hier in Glehn oder auch in der Umgebung in den Verein zu holen und dann kontinuierlich über gute Trainerarbeit, über Begeisterung, von der kleinsten Spielerin bis zur größten Spielerin, alle an den Verein zu binden. Und wir versuchen wirklich durch die Jugendarbeit einfach die Damenmannschaft lebendig zu halten. Das spricht auch dafür, dass wir jetzt mit 2 Damenmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen, sodass jeder wirklich die Möglichkeit hat, beste Fußballerin oder einfach eine Freundin, die irgendwie mal mitgeschleppt wird zum Fußball, aber einen Weg aufgezeigt zu bekommen, weiterzumachen. Also wir verlieren fast keine Jugendspielerin in den Seniorenbereich, was gerade so in dem Bereich, die wer mit der Schule fährt, die fangen eine Ausbildung an, die gehen zu studieren und ich sag mal, Glehn ist jetzt nicht unbedingt Nabel der Welt für jeden, aber die kommen teilweise wirklich weit angefahren und nehmen das auf sich, weil man über Jahre an diesen Verein gebunden wird und weil die Begeisterung einfach transportiert wird. Wunderbar. Danke dir und ich glaube, wer das ganz intensiv verfolgt hat, ist natürlich Shari, sowohl als Spielerin als auch als Beraterin. Du kennst dich in der Szene wahnsinnig aus. Die Entwicklung ist, glaube ich, unbestritten. Geht sie dir schnell genug, die Entwicklung im Frauenfußball, vor allem hier in Deutschland? Also ich würde nicht mehr meckern wollen mittlerweile. Ich glaube, das wäre auf einem extrem hohen Niveau. Wir haben eine sehr große Beständigkeit im Frauenfußball. Jetzt als Beispiel, 9. Mai ist das Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg, das ist lange ausverkauft und wer das Stadion des 1. FC Köln kennt, ich glaube mit der Bestuhlung sind es 50.000, sind 46 ohne, also ich kann es nicht so sagen, aber irgendwie ungefähr sowas um den Dreh. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Frauenfußball auch eine Stadt wie Köln nicht mehr braucht, um ausverkauft zu sein, weil sie mittlerweile vom Leistungsniveau her ganz weit oben dabei sind. Man hat gesehen, dass alle anderen Nationen mitgezogen sind, also dass da Spanien plötzlich Weltmeisterin geworden sind, England Europameisterin geworden ist. Das ist natürlich schon davor, waren es die Niederländerin, das ist schon aller Klasse. Also das muss man ehrlich sagen. Ich finde tatsächlich, was ich schade finde im Frauenfußball hier in Deutschland, man hat schon gesehen, dass es ein bisschen rückläufiger ist mit den Anmeldungen. Also da muss man auch ganz realistisch mit umgehen.
Wir haben eine ähnliche fußballerische Trauerphase wie die Männer hinter uns im Frauenfußball. Es gucken nur nicht alle so richtig da drauf. Also auch da war es natürlich mit einer Martina Voss-Tecklenburg. Ja, wir sind dann mal Vize-Europameisterin geworden, aber dann war davor und danach auch nicht so viel, wo wir hätten sagen können, wir sind mittlerweile so gut, dass wir wieder Titel beständigerweise holen können. Ich finde es gut, dass es so ist, dass der Frauenfußball auf einer Ebene passiert in Europa oder auch weltweit, weil die US-Amerikanerin, ich meine, die muss man immer auf dem Zettel haben, logischerweise. Und ich finde es toll, dass es auch hier in so einem Verein möglich ist. Und meinetwegen kann es mehr bleiben, mehr werden. Und als Letztes würde ich ganz gerne noch dazu sagen, man sieht das auch bei den Jungs. Also wir haben, ich habe einen Ziehsohn, der hat auch Fußball gespielt. Dann hat der plötzlich Baseball gespielt. Und der hat Baseball gespielt, der ist jetzt, glaube ich, 20 oder 21 in der Ausbildung. Der hat Baseball gespielt, weil er keinen Bock mehr auf Kontakt hatte. Das wollen ganz viele in dem Alter gar nicht mehr. Das ist echt erstaunlich, dass die sich einfach auf dem Platz nicht mehr gegenseitig berühren wollen. Das klingt für uns ein bisschen seltsam, weil wir da, glaube ich, echt eine andere Generation sind. Aber da kommt jetzt eine Generation nach, da muss man wirklich drüber nachdenken. Und ähnlich ist es im Frauenfußball auch. Das ist so ein bisschen rückläufiger geworden, auch wenn die Qualität besser ist. Was ich verfolgt habe, und das hat mich also sehr, sehr schade war für die Entwicklung des Frauenfußballs hier, die letzte WM. Die war, glaube ich, nicht glücklich, inklusive der Vorbereitungsspiele. Zu Hause gegen Sambia verloren. Also wenn du mal so eine Euphorie, wir sprechen ja später noch über die Männer, auslösen kannst, dann ist die Leistung nicht da. Dann erstaunliche Parallele auch zu den Männern. Dann wird ein Vertrag der Trainerin verlängert, offensichtlich in Unkenntnis der Situation mit der Mannschaft. Dann kommt die ganze Solidarität nach dem Ausscheiden. Der DFB-Präsident war nicht dort bei der WM, was erstaunlich ist, bei der Weltmeisterschaft. Danach muss die Trainerin abdanken. Und jetzt kommt aber wieder Mann. Es kommt Horst Rubesch und es kommt jetzt Christian Wück, ja, den Jens Lobotny ja bestens kennt. Wieso? Also Christian Wück, wunderbar, habe ich als Spieler verfolgt. Da kann Jens gleich noch eine Einordnung geben. Aber warum gibt es so wenig Trainerinnen und warum gibt es auch so wenig Vertrauen in Trainerinnen? In der Bundesliga gibt es, glaube ich, bei Freiburg eine Trainerin, das war's. Warum ist das so? Ja, wir sind sehr Deutschland gebunden, muss man sagen. Ist bei den Männern auch so. Viele andere Nationen dieser Welt hatten italienische, türkische, französische Trainer oder was auch immer. Wir haben immer einen deutschen Trainer. So, das ist schon mal das Erste. Das heißt, wir sind sehr deutschlandgebunden. Und dann muss ich natürlich gucken, wie flexibel bin ich dann, wenn ich deutschlandgebunden bin. Wie viele Trainerinnen habe ich dann, die auch entsprechend erfolgreich im Vereinsfußball vorher schon waren. Und das ist vielleicht eine Handvoll und dann war es das auch. Ich persönlich finde es gut, dass jetzt ein Mann kommt, sage ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt, ich glaube, dreimal hintereinander eine Frau gehabt. Viermal hintereinander Steffi Jones. Tina Teune, Silvia Knight, Martina Voss-Tecklenburg. Ich finde es ganz gut, dass jetzt mal ein Mann kommt. Ich selber habe ja auch unter Frauen und Männern trainiert. Ich persönlich habe lieber unter Männern trainiert, aber das ist immer eine Ansichtssache. Ich glaube, dass man so viele Kleinigkeiten, also kleine problematische Sachen, die unter Frauen so herrschen, als Mann sehr häufig auch mal übersehen darf und sollte. Es ist halt so, das finde ich total wichtig. Und auf der anderen Seite mit Horst Rubesch muss ich ehrlich sagen, das fand ich kein gutes Zeichen, dass man ihn und auch die Mannschaft so lang im Regen gelassen hat bezüglich der Tatsache, trainiert er sie, ist er Interimstrainer, bleibt er hier. Das ist so ein DFB-Ding, das wäre bei den Männern nicht möglich gewesen und das finde ich halt schade, dass das passiert ist. Aber ich wünsche natürlich den Mädels sehr viel Erfolg und ich glaube auch, dass sie da wieder hinkommen. Und du freust dich, dass jetzt Christian Wück kommt? Total, ja. Ist das eigentlich ein Thema gewesen, Jens, da mitzugehen mit Christian Wück? Als Co-Trainer der U17-Weltmeister jetzt, ja? Es stand auch nie zur Diskussion, weil Christian, sagen wir so, die bei einer Trainertagung ist dann die Entscheidung verkündet worden. Ich wusste das vorher auch nicht. Aber er hat natürlich auch gesagt, er braucht in seinem Trainerteam Trainerinnen, die auch zu jedem Zeitpunkt in der Kabine sein können. Weil man stellt sich das immer so einfach vor, ja, man wird jetzt Trainer von einer Frauenmannschaft, aber du kannst ja nicht permanent in der Kabine rumturnen, genauso wie es bei den Männern gang und gäbe ist, dass der Cheftrainer dann auch mal vorm Spiel reinkommt, wenn die sich gerade umziehen oder nach dem Spiel, wenn die gerade duschen. Das funktioniert nicht. Und deswegen hat der Chris direkt gesagt, er braucht Trainerinnen, die für ihn auch natürlich den Zugriff in der Kabine haben, weil anders funktioniert auch nicht. Gut, dann hoffen wir, dass Christian das gut hinbekommt.
Hoffen wir auf die Perspektive WM 27. Da gibt es ja eine Bewerbung gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden, weil das könnte sicherlich auch nochmal einen Schub bedeuten. Und wir sprechen gleich natürlich über alle Themen, die Sie noch hören wollen. Ganz sicher über Uli Hoeneß und über die Bayern, über die Euro und natürlich auch über die Perspektive von jungen Spielern, gerade nach diesem U17-WM-Titel. Ich würde sagen, wir machen, Lisa, wenn du nicht mehr dringend was sagst, machen wir 10 Minütchen Pause. Kann sich jeder ein Bier, ein Wasser oder auch einen Kaffee holen oder ein Croissant und dann geht's zügig weiter. Jedenfalls dem Thema Uli Hoeneß nicht vorbei. Nach dem Interview, was er jetzt, ich denke, das haben die meisten mitbekommen, gegeben hat. Aber einer kennt ihn ja vielleicht sogar noch ein bisschen besser als andere. Das ist der Marcel Wiedercheck. Uli Hoeneß war damals schon zu deiner Zeit bei den Bayern dort. Wie hast du Uli damals erlebt? Da hatte er schon so angefangen, das große Reich der Bayern aufzubauen. Da ist natürlich seitdem noch eine Menge passiert. Aber wie hast du ihn erlebt damals? Wie viel Einfluss hat er genommen? Wie war er als Typ, als Mensch? Ja, also Bayern München ist Uli Hoeneß. Das ist, man muss dazu sagen, das ist ja sein Leben. Der hat ja schon mit 29 als Manager angefangen. Also sehr früh hat er aufhören müssen, weil er verletzt war. Und hat den Bayern München mehr oder weniger von Anfang an aufgebaut als Spitzenmannschaft. Die hat ein bisschen das Glück gehabt, was wir bei Borussia nicht hatten, dass die damals das Olympiastadion gebaut haben und mit sehr vielen Zuschauern dann rechnen konnten. Sie hatten einen Bückelberg mit 30.000, sie hatten dann 60.000, das Doppelte. Und deswegen sind die Schere ist auseinandergegangen damals. Und er hatte eigentlich nur das Wohl von Bayern München immer im Sinn, immer. Also für die Spieler und auch für den Verein. Also das ist das, was ihn treibt, glaube ich. Hast du persönlich Kontakt zu ihm gehabt? Also als Spieler hat er dir immer wieder auch Dinge gesagt, geholfen, unterstützt, vielleicht auch mal kritisiert? Alles, ja, ja klar. Also wenn du scheiße gespielt hast, hat er dir das vors Gesicht gesagt. Und wenn du gut gespielt hast, hat er dir das auch gesagt. Also dann kam der auch an und hat gesagt, hier, Sonderprämie, du hast heute sehr viel was gemacht. Aber wenn du schlecht gespielt hast, da kam der auch und hat dir in den Arsch getreten. Also das war schon Uli Hoeneß. Und so ist es, glaube ich, immer noch. So ist er immer noch, darüber reden wir gleich. Ich weiß aber, dass auch der Jürgen, den Uli kennt, der Jürgen Dressler, hat nämlich in dieser Zeit, gerade in den 90ern, Mitte der 90er, die Bayern oft begleitet, Lisa. Ja, Jürgen hat ihn sogar mal getroffen, ne? Und die hatten ein Andenken zusammen gemacht, nämlich ein Foto. Ja, ja. Heute muss ich sagen leider, aber ich zeig's gleich. Warum leider? Ja, Uli kann man erkennen, mich erkennt ihr alle nicht. Was? Und haben wir das Bild denn irgendwo? Das gibt's ja, doch nicht, sicher. Ja. Oh. Schöne Krawatte. Ja, legendär. Die habe ich von Uli abgemacht. Ja. Nee, ich war damals in meinem Unternehmen, da wo ich gearbeitet habe, bei Hewlett Packard, waren wir zweiter Hauptsponsor nach Opel zu der Zeit. Ja, und da haben wir gerade die Partnerschaft verkündet und ich glaube, da haben wir, glaube ich, ein paar Notebooks damals verteilt. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe eben gerade noch gesagt, ich dachte, den Jens kenne ich als längstes in der Runde, weil Jens, glaube ich, kennen uns jetzt 17 Jahre oder so irgendwas, aber eigentlich ist es Marcel, den ich am längsten kenne. Das müssten mittlerweile, kurz nachgerechnet, 27 Jahre sein, so lange kennen wir uns schon. Und da habe ich vielleicht jetzt eine Frage, bevor ich jetzt noch Anekdoten von früher erzähle. Ich zeige gleich ein Bild, das Mannschaftsfoto von damals. Und wenn wir heute so häufig drüber reden, Führungsspieler, Charaktere, gibt es das noch? Wie hat sich das verändert? Und die dürfen ja heute nichts mehr sagen, weil alles irgendwie gleich gepostet wird und so weiter. Wenn ihr das Bild jetzt gleich anschaut, also wieder nicht auf mich achten, ich bin ganz rechts, ja, also das bin ich wirklich, was da für Spieler dabei sind, schaut mal da rein. Also direkt vor mir sitzt Marcel, der hat sich kaum verändert, die Haarfarbe hat er ein bisschen optimiert, aber ansonsten ist er noch genauso fit wie damals. Aber daneben sitzt schon Klinzi, unten, zweiter von rechts. Daneben sitzt Lothar. Oben in der Mitte steht Oliver Kahn. Also alleine, wenn ich nur die drei nehme, Klinzi, Lothar und Olli, was waren das für Granaten, sage ich jetzt mal, als Alpha-Tiere? Wie hat sich das verändert? Wie war das damals in der Kabine, Marcel? FC Hollywood. Mehmet Scholl, Thomas Helmer, Alex Zickler. Basler? Ja, wo ist er? Mario Basler, ja, Wahnsinn. Ja. Sforza, Hamann, ja. Ja, wie war das damals in der Kabine? Wurde da genauso offen gesprochen wie jetzt als Experten? Es war schon eine schwierige Geschichte, weil
Jürgen und Lothar war jetzt nicht das beste Verhältnis. Ich glaube, der. Und wir müssen uns halt zusammenreißen dann irgendwann mal und haben dann trotzdem Erfolg gehabt als Mannschaft, obwohl da nicht so viel gestimmt hat. Und dann auch noch mit Trainern wie Trapattoni, mit Rehhagel, mit Franz Beckenbauer. Ja, ich hatte jedes Jahr neuen Trainer. Das war immer ein bis zwei Trainer damals. War der Verschleiß bei FC Bayern in den 90er Jahren sehr groß. Nun ist über Otto Rehhagel und Franz Beckenbauer ja viel gesprochen worden. Christoph Daum galt dann irgendwann als der Innovator, der Dinge ganz anders angepackt hat, wo sich auch viele ehemalige Spieler orientiert haben. Wie war das mit Otto und Franz? War das wirklich eher solide, sag ich mal, von den taktischen Vorgaben und eher wenig? Haben die mehr, vielleicht sogar gar keinen Nachteil, mehr auf die Qualitäten der Spieler gesetzt als heute, wo man das Gefühl hat, manche Trainer brauchen was zum Joystick, damit ja, die Spieler genau das machen, was sie wollen. Ja, weil beim Franz war das mehr oder weniger, geht's raus und gewinnt sowieso, die anderen können nichts. Also das war auch so. Das war so. Und ich glaube, in der Rückrunde, wo der kam, dann haben wir, glaube ich, das erste Spiel verloren gegen Stuttgart zu Hause 3-0 bei minus 20 Grad. Und dann die ganze Rückrunde gar kein Spiel mehr verloren. Ne? Otto war halt ein anderer Trainer, der hat nicht gepasst nach München. Der brauchte halt Wärme, Nähe und das war natürlich bei den drei Zeitungen, die da jetzt jeden Tag was geschrieben haben, war es schwierig für ihn. Also das war, mit seiner Beate war es schwierig dann halt. Gut, er war in der Kabine dabei, wir hören immer die schönen Geschichten. Ich kenne von Franz Beckenbauer so viele Geschichten. Ich weiß, die Bayern haben irgendein Spiel verloren, da war Franz Beckenbauer Trainer und muss in die Kabine gekommen sein und gesagt haben, ach was, mach doch nichts. Wisst ihr was, ihr habt verloren gegen Kaiserslautern, wen auch immer. Ihr seid nicht besser als die. Ja? Und ich glaube, Hertha kann es nicht sein, als wenn Franz Beckenbauer so etwas ausspricht. Mal sowas Ähnliches erlebt, Marcel? Ja, zu der Zeit wahrscheinlich nicht. Ne? Da hat er. Wir haben gewonnen. Also, kurze haben nicht, Phase gehabt. Ja, wir haben gewonnen. Und dann beim zweiten Mal, wo der Trainer war, war er nur, glaube ich, nur drei Spiele. Das waren dann die Europokal-Spiele gegen Girondins Bordeaux und gegen Zidane, wo wir dann auch den Pokal gewonnen haben. Ja. Gut, aber über Uli Hoeneß wollen wir in der Runde sprechen heute. Was macht es mit Trainern, dem Fußball, wenn jemand solche Dinge sagt? Er wirft jetzt seinem aktuellen Trainer vor, er würde im Prinzip lieber einen Zweifelspieler verpflichten, als ihn weiterzuentwickeln. Das sagt er vier Tage vor dem Spiel gegen Real Madrid. Wie kommt das an in der Runde? Ja, wie es ankommt bei Thomas Tuchel, das hat man ja gestern gehört. Alles andere als gut natürlich. Also es ist völlig unverständlich aus Sicht von Uli Hoeneß, wie man sowas vier Tage vor dem Champions League Halbfinale gegen Real Madrid beim öffentlichen Auftritt sagen kann. Die Zukunft des Trainers ist geklärt. Er hat keine mehr in München und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, gegen Real zu gewinnen und ins Champions League Finale einzuziehen. Bei allen Verdiensten, die Uli Hoeneß für diesen Verein hat, das ist natürlich unbestritten. Bayern ist Hoeneß, Hoeneß hat den Verein groß gemacht, nur er muss lernen oder er muss dahin kommen, dass er sich aus diesem Tagesgeschäft zurückzieht. Wie soll ein Max Eberl, wie soll ein Freund da die neuen starken Leute werden, wenn im Hintergrund immer Uli Hoeneß mitspricht und sein Veto einlegen kann, wer wird neuer Trainer? Jede Entscheidung, jede wichtige Entscheidung, da will er weiterhin mitsprechen. Das geht nicht, das wird nicht funktionieren. Wenn jemand seinen Rat braucht, kann er sich an Uli Hoeneß wenden. Aber nicht mehr in der täglichen Arbeit, das funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass er sich richtig zurückzieht aus der Öffentlichkeit. Jens Falco, nehme ich jetzt mal als Leverkusen-Vertreter. Wünscht ihr euch, dass Uli Hoeneß noch möglichst lange präsent bleibt, damit es bei den Bayern weiter permanent sechs Meinungen gibt, bevor eine Entscheidung getroffen wird? Es wäre schon schlimm, wenn wir Hollywood nicht mehr hätten. Ne? Also von daher immer alles da drauf. Die Medien freuen sich natürlich immer wieder ein Thema. Das ist wie so ein Tennisspiel. Einmal sagt der was, dann der wieder. Das ist ja, geht ja auch immer hin und her. Und in der Zeit wirst du mal ganz kurz deutscher Meister. Also so ist es jetzt nicht, aber es ist halt bekannt, dass Uli Hoeneß diesen Club mit Herz und Seele vertritt. Das macht er völlig ungebremst, weil er ist nicht zu bremsen in vielen Dingen, weil er dann einfach auch sehr emotional ist, wenn es um den FC Bayern geht. Und dass er da irgendwann mal auf Personen eine Rücksicht genommen hat, das ist halt auch nicht. Du hast halt, wer ist seinesgleichen? Seinesgleichen ist vielleicht Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer früher,
der mit seiner zynischen Art, wie Marcel gerade schon gesagt hat, auch immer wieder dazwischen gefunkt hat. Also zu Lebzeiten Uli Hoeneß werden wir mit seinen Kommentaren leben müssen. Und da muss der eine oder andere, der für den FC Bayern arbeitet, halt auch ein dickes Fell entwickeln. Jetzt? Hier siehst du Uli Hoeneß, ich meine, ihr kennt ihn ja alle persönlich auch durch viele, viele Begegnungen. Also wenn er damals nicht bei Bayern gewesen wäre, hätten wir ein ruhigeres Leben gehabt in Leverkusen, definitiv. Weil er mit seiner Art schon immer wieder es auch bei uns für Unruhe gesorgt hat. Und ich schiebe es jetzt mal auf ihn, dass wir nicht Deutscher Meister geworden sind. Wirklich so extrem, ne? Ich könnte auch sagen, es lag in deinem Kreuzbandriss, ja? Das ist vielleicht... Ja, könnte man auch sagen, aber das ist rein spekulativ. Charlie, wie blickst du auf Uli Hoeneß? Du hast jetzt auch mitbekommen, was er da gesagt hat, das ist nicht das erste Mal. Ja, ich schließe mich da an. Ich finde, es ist an der Zeit, dass er lernt, loszulassen. Ich wenn man wirklich wissen will, wie Uli Hoeneß tickt, wie er ist, ich meine, das wissen wir alle, aber ich kann eine gute Empfehlung aussprechen, bin ja Jurorin, Deutscher Fernsehpreis plus viel Sichten. Es gibt eine tolle Doku, die Christoph Daum-Doku, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, eine ganz tolle Dokumentation, wo Daum wirklich über seinen Schatten springt und am Schluss zu Hoeneß geht, um dann irgendwie so diesen Prozess herbeizurufen, du Uli, wir haben uns damals nicht so gut verstanden, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und Hoeneß sitzt immer noch da und sagt, ja, und als die Zeitung dann geschrieben haben, dass der wirklich Kokain genommen hat, da habe ich mich dann doch bestätigt gefühlt. Und man denkt so Jahre später, also jetzt in der heutigen Zeit, hat er das dann als Aussage so transportiert. Und das zeigt einfach, dass für mich hat der mittlerweile oder eigentlich schon immer so ein bisschen was Toxisches, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber der hinterlässt so ein bisschen verbrannte Erde immer mal gerne. Das ist er, und ich glaube, dass die Zeit damals richtig war mit einem Hoeneß, total, weil sonst wäre der Verein ja auch, muss man ja auch sagen, nicht so erfolgreich gewesen. Heutzutage braucht es einfach neue Leute, frische Ideen. Ich auch mit einem Freund, was eben auch angesprochen worden ist, Steffen Freund und so weiter, dass man und der Eberl, dass man die einfach auch mal arbeiten lässt ohne Uli Hoeneß und dass er genau das macht, was Beckenbauer damals gemacht hat. Er war Ehrenpräsident oder whatever und hat sich dann aus dem Tagesgeschehen zurückgezogen. Keine Chance. Aber darf ich einen Satz sagen? Ich glaube es nicht, dass sowas jemals passieren wird. Weil Uli Hoeneß lebt sein Leben so. Dieser Verein ist sein Leben und deswegen wird er niemals, niemals sich den Mund verbieten lassen, seine Meinung zu sagen, egal ob sie richtig oder falsch ist. Aber er stellt sich über den Verein, ne? Und das ist halt nicht gesund. Das ist dann seine Art. Ja, und der Verein hat auch funktioniert, eine Zeit lang, wo Uli Hoeneß mal nicht so viel Zeit hatte, weil er nicht da war. Vielleicht hat in der Zeit die Entwicklung angefangen, die wir jetzt haben. Also, das kann man so oder so sehen, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Uli Hoeneß, solange er leben wird, sich da einmischen wird, weil den kriegst du auch nicht gestoppt. Er ist innerhalb des Vereins auch eine solche Koryphäe, dass er sich das niemals nehmen lassen wird, immer wieder seine Meinung dazu zu sagen. Also ich glaube, wir merken es, wenn er dann nicht mal da ist, wie viel er dann der Bundesliga und dem FC Bayern bedeutet. Jetzt, klar, jetzt meckern wir noch alle, aber ich glaube, wenn er mal nicht da ist, dann fehlt vielen und dann werden dann auch Journalisten sagen, jetzt haben wir keinen mehr, der irgendwas sagt und ja, der wird sich immer finden. So ist es genau. Ich meine, du kennst ihn ja wirklich auch privat, weil ich habe ihn auch privat kennengelernt. Der Mann, das ist eine Seele vom Mensch eigentlich, wenn er dir helfen kann, privat, wenn da nichts mit Fußball oder Bayern München ist, da ist das wirklich eine Seele von einem Menschen. Aber wenn es um Bayern München geht, da keilt der aus ohne Ende und kann sich halt auch nicht beherrschen. Und ich habe mich natürlich gestern auch in die Recherche begeben, nachdem ich das alles gehört habe. Uli Hoeneß wird, genau wie du es gesagt hast, keinen Jota zurückrudern, steht zu jedem Wort, was er sagt, und er sagt, warum. Der Tuchel wollte den Bowie. Ja, den haben wir eben geholt, der spielt nicht. Und wenn auf der anderen Seite, der Tuchel wollte den Saragossa, der spielt nicht. Der soll unsere Leute entwickeln und da hat er offensichtlich eine andere Meinung. Und das ist Uli Hoeneß Sicht und das genauso haut er das raus. Und deswegen haben sie sich auch von Tuchel getrennt nach der Saison. Und noch vielleicht noch einen Satz.
Diesen Sportstudio-Auftritt kennen alle von Christoph Daum, damals mit Uli Hoeneß. Man denkt immer, die Jüngeren kennen das vielleicht nicht. Aber das wirkt, da denke ich immer, was machen wir eigentlich heute? Ich spiele aber im 1. FC Köln. Da warst du schon im 1. FC Köln? Stimmt ja. Das, da denkst du ja, wo sind denn heute eigentlich mal richtige Nachfragen und richtige Diskussionen? Das muss man sich auf YouTube auf jeden Fall angucken. Du denkst, das kann gar nicht passiert sein, wenn du das siehst. Aber das lag nicht an Uli Hoeneß, muss man fairerweise sagen. Wir saßen mit 5 Spielern auf der Couch, haben zugeguckt. Herrlich. Wenn man das sich anschaut, denkt man, unfassbar. Ja? Und es wurde mit jedem Satz schlimmer. Quasi. Großes Kino. Ja. Lisa. Ich muss sagen, ich vermisse auch ein bisschen Netzer Delling. Das war auch immer großes Kino. Wenn wir gerade bei Thomas Tuchel sind, ich glaube, er ist froh, dass er nicht mehr viel mit Uli Hoeneß zu tun haben wird. Aber der Trainerverschleiß ist natürlich schon extrem beim FC Bayern München. Und eine Frage ist tatsächlich reingekommen. Wer wird denn neuer Bayern-Trainer und wer will überhaupt Bayern-Trainer werden? Klaus, passt Ralf Rangnick zu den Bayern? Weil man weiß ja, für was Ralf Rangnick steht. Es wird, glaube ich, schwierig werden. Also ich habe da überhaupt keinen Plan, wer da hinkommen könnte. Ich kenne mich auch im ausländischen oder internationalen Fußball nicht so gut aus. Und deswegen ist es schwierig. Also es ist nicht so einfach. Also Rangnick muss nur unterschreiben. Wenn Rangnick will, ist er da. Das Angebot hat er. Jetzt muss man gucken, welche Co-Trainer er mitbringen will. Das ist der Stand im Moment. Ah ja, trotzdem schwierig. Das ist halt, schlägt genau in diese Kerbe. Trainer Tuchel, schon eher intellektueller Trainer als einer, der selber von der Platte kommt, der selber gespielt hat. Nagelsmann ist verbrannt, hat sich relativ klar zum DFB bekannt. Und deswegen, also im Augenblick bin ich sehr gespannt, was das wird, weil ich glaube nicht, dass gerade so in der persönlichen Mannschaftsführung sich da viel ändern wird. Weil Rangnick ist ja auch eher ein Trainer, der sehr, sehr intellektuell arbeitet, sehr auf Disziplin und Ordnung hält, eher nicht der nahbare Trainer ist in dem Sinne für die Spieler. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie die Wahl sein wird. Ich glaube nicht, dass da schon irgendwas feststeht, weil Nagelsmann wurde auch perfekt gemeldet und dann war es nicht gewesen. Also ich habe keine näheren Informationen, wie weit das mit Rangnick gerade ist, aber das wird sicherlich... Also Falco, Fakt ist, Sie wollten zuerst den Xabi Alonso haben, das haben Sie eruiert und gemerkt, dass er das nicht macht. Sie wollten danach Nagelsmann definitiv haben, der hat es nicht gemacht und Rangnick hat jetzt ein unterschriftsreifes Angebot. Die Frage ist, Marcel, wie wird bei euch gesprochen bei den ehemaligen Bayern-Spielern? Du bist noch oft bei großen Spielen dabei, das weiß vielleicht auch nicht jeder. Marcel spielt ja mit den Giovane Elbers und den Leuten aus der Zeit zusammen vor oft 50, 60, 80.000 Zuschauern. Wie ist da der Austausch? Kann man den Fußball von Ralf Rangnick, vor allem gegen den Ball, immer gegen den Ball, selten mit Ball, vor allem gegen den Ball, kann man das einfach so jetzt bei Bayern implementieren? Ja, dann müssen natürlich auch vielleicht auch die Spieler dafür geholt werden. Ich glaube schon, dass da ein großer Umbruch stattfindet bei Bayern jetzt für die neue Saison, dass schon einige Spieler gehen werden und neue verpflichtet werden. Aber das liegt natürlich auch an dem Trainer, der kommt. Das ist natürlich schwierig, weil das natürlich jetzt noch sehr offen ist. Ich habe da auch keine Idee, was da werden soll. Wer kommen könnte, da vielleicht mal ein junger Trainer nochmal. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass es Ralf Rangnick wird, sage ich jetzt einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das absagt, weil er in dem Alter ist, wo die Chance, Bayern München zu trainieren, nicht mehr so oft kommt. Und die Chance hat er genau jetzt aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich, dass er das macht. Was das aber mit den Bayern macht und wie lange er da Trainer wird, keine Ahnung. Nur, wenn ihr zum Beispiel mit euren Spielern sprecht. Conny Leimer ist ja in dem RB-System sozialisiert quasi. Der passt sozusagen ideal. Was ist mit Serge Gnabry? Den hat ja vorhin auch Schari ganz kurz angesprochen. Wie ist die Situation jetzt für Serge und tauscht ihr euch da aus? Gerade wenn es einen Trainerwechsel gibt, wie ändert sich deine Situation? Wirst du unter dem spielen? Wie fit ist er überhaupt im Moment? Also er ist heute wieder oder ist morgen ins Mannschaftstraining eingestiegen und ich hoffe einfach, dass es vielleicht schon eine Option sein kann für die Woche. Ja, der Austausch ist immer da, aber ich bin sowieso der Meinung, gerade wenn die Spieler 2-3 Jahre Vertrag haben, die sind im Zweifel länger da als die Trainer. Natürlich ist es so, die Halbwertszeiten sind bei irgendwie 18 Monaten im Schnitt, bei Bayern leider inzwischen ja auch. Ja, das ist sicherlich Thema und wenn man merkt, dass ein Trainer da ist, der überhaupt nicht auf einen steht, dann muss man sicherlich, die Wechselzeit geht bis 31.08. auch dann kann man noch darüber nachdenken, wenn man merkt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ist gar nicht auf Serge bezogen, sondern im Allgemeinen.
Die fangen jetzt auch ein bisschen später natürlich an. Das kann in diesem Jahr ein bisschen holprig werden, dadurch, dass wir die Europameisterschaft haben. Fängt die Saison ein bisschen später an und damit ist die Zeit nach hinten ein bisschen begrenzt. Aber ich bin eigentlich ein Freund davon, auch da eine gewisse Ruhe reinzukriegen, wie du auch schon gesagt hast. Und trainiert, schaut euch das an. Da passiert so viel in der Vorbereitung. Und dann muss man einfach gucken, gerade ein Trainerwechsel bringt immer die Chance in der Regel bei Null wieder mit sich neu zu starten. Gut, dann würde ich mal sagen, dann lenken wir den Fokus von den Bayern so langsam weg Richtung Nationalmannschaft und Grundlagen der Nationalmannschaft. Wie sind wir im Nachwuchs aufgestellt? Da nehme ich erstmal Lisa wieder dazu. Nehmen wir Toni Kroos auf. Ist das jetzt, Jens, der Spieler, der der Mannschaft so gefehlt hat, dass auf einmal jetzt alles gut wird? Frag mich nochmal nach dem Endspiel. Oder nach der Vorrunde, oder? Nee. Toni Kroos war 2018 auch dabei, hat das Tor gegen Schweden geschossen und er war aber auch bei der Euro dabei, 21. Ja, deshalb jetzt alles auf einen Spieler zu projizieren, finde ich schwierig. Unbestritten hat er Erfolge erzielt. Er kann dieser Anker für viele Spieler sein, was auch Toni, Antonio Rüdiger dann auch gesagt hat. Ja, aber wie gesagt, das ist alles, auch steht es, können wir 18 Euro ins Phrasenschwein reinschmeißen, wenn ich jetzt loslegen würde. Für mich ist immer wichtig, die Mannschaft hat top reagiert auf diese Personalie Toni Kroos. Er hat gezeigt, dass er in der Mannschaft der Chef sein kann. Das liegt ja auch an den anderen Spielern, weil Marcel hat es gerade von seinerzeit dann auch gesagt, dass es nicht funktioniert hat zwischen Jürgen und Lothar, aber auf dem Platz musste es funktionieren. Und so wird die Nationalmannschaft spätestens im ersten Gruppenspiel dann auch auf dem Platz stehen und wissen, es funktioniert nur gemeinsam und Toni wird auf dem Platz stehen und die Fäden in der Hand haben. Und ob es dann erfolgreich sein wird, gut, da liegt genug, also ich kann noch was reinschmeißen gleich, das liegt natürlich auch am Gegner. Klaus, wart ihr, wenn ich mal ein paar Wochen vorher anfange, wart ihr regelrecht erschreckt, was ihr gesehen habt, bevor jetzt Toni Kroos zurückkam, diese Länderspiele, Türkei und Österreich? Weil Österreich kann mich gar nicht an einen, doch das 0-6 in Spanien, aber ansonsten kann ich mich an kaum Länderspiele erinnern, wo ich dachte, was spielen die da? 1-4 gegen Italien 2006. Ja, da sind wir dann aber schon bei 18 Jahren zurück. Ja? Das ist ja noch relativ jüngere Vergangenheit, das stimmt, ja. Gut. Also ich hab eigentlich fest damit gerechnet, dass er gegen Österreich verlieren, weil die, ich habe mit einem Kollegen in Österreich habe ich regelmäßig Kontakt und dem habe ich gesagt, er hat auch gesagt, wir hauen euch weg. Und habe gesagt, ich glaube ja, wir werden gegen Österreich verlieren. Und das war ja dann auch so und die haben ja verdient gewonnen. Ja, aber die Art und Weise, war das nicht etwas, wo man dachte, okay, wo kommt jetzt irgendwie die Hoffnung zurück? Da stimmt ja gar nichts mehr. Das war sozusagen der Eindruck. Da ist gar kein Feuer in der Mannschaft, da ist irgendwie tot. Da kam nichts, kein Aufbäumen, keine Aggressivität, einfach so über sich ergehen lassen, das ganze Spiel. Und das ist natürlich, kannst du nicht mit erfolgreich sein. Aber du bist auch dabei, regelmäßig bei der Nationalmannschaft. Gab es da jetzt einen Stimmungsumschwung? Ja, ist der nachhaltig, sagen wir es mal so? Also das Spiel gegen Österreich erstmals war, glaube ich, insofern im Nachhinein sogar ganz wichtig, weil da auch der Bundestrainer erkannt hat, so mit meinen Ideen komme ich nicht weiter. Darf ich mal ganz kurz, bevor du weitermachst, fragen, wie Kai Havertz es eigentlich fand, wenn wir schon seinen Agenten hier haben, dass er links hinten spielen durfte? Naja, gut. Also ehrlich, wir sind ja unter uns hier in Klähen. Er ist Profi genug, er nimmt es an, er weiß, dass er das kann und hat das ja sehr ordentlich gelöst. Soweit die Antwort, ja. Aber das war zumindest dann eine Erkenntnis und ja, danach wurden halt die richtigen Maßnahmen ergriffen. Toni Kroos, eine davon, eine ganz entscheidende, eine ganz wichtige, aber auch Joshua Kimmich nach hinten rechts. Ganz klar jetzt, neben Kroos wird ein Sechser, ein Abräumer mit Anrich gestellt. Innenverteidigung nicht wieder, ich meine, ich glaube, Nagelsmann hat in seinen ersten vier Spielen auch viermal verschiedene Innenverteidigungen spielen lassen. Jetzt ganz klar, Tag, Rüdiger, das muss ich einspielen. Und ja, es waren jetzt nur zwei Spiele, aber ich glaube, für die Euphorie im Land und auch um der Mannschaft den Glauben zu geben, waren es natürlich zwei unheimlich wichtige Spiele. Und wenn man auf diesem Weg weitermacht,
dann kann das schon was werden bei dieser EM, auf jeden Fall. Marcel, wie schätzt du das an? Ja, wir haben auch junge Spieler mit Musiala und Wirtz, die da richtig wirbeln können vorne. Mit Havertz, der auch jetzt auch im Verein richtig gut spielt. Und ich glaube schon, dass wir jetzt durch die zwei Spiele richtig nach vorne gekommen sind und die Hoffnung haben können, dass wir weit kommen können. Da würde ich kurz anknüpfen. Auch beim Rüdiger-Interview kam so ein bisschen raus, dass Nagelsmann genug Zeit hatte, auch mal das Ganze zu reflektieren, nachzudenken und ja, auch das Ganze in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt hatten wir ja die Meldung, dass Nagelsmann verlängert hat. Er bleibt also erstmal Bundestrainer. Wie steht ihr denn dazu? Auch das war eine Frage. Findet ihr es gut, dass vorzeitig mit Nagelsmann verlängert wurde, ohne zu wissen, wie denn diese EM eigentlich ausgeht? Xavi? Wieso werde ich das gefragt? Du bist jetzt dran. Ja, ja, ich merke es, dass ich dran bin. Ich werde das beantworten. Ich wollte nur schnell noch was zu Toni. Man hat ja mit Vos Tecklenburg auch vor dem Turnier verlängert. Das macht ja Sinn. Da hat es nicht so viel Sinn gemacht, auf gar keinen Fall. Aber grundsätzlich glaube ich, es spricht nichts dagegen, mit Nagelsmann vorzeitig zu verlängern. Ich sehe da überhaupt gar nicht, um da wirklich auch mal eine Beständigkeit reinzubringen für die Mannschaft, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Ich denke, du gehst noch mal ganz anders mit einer breiten Brust da rein, wenn du genau weißt, okay, der Trainer steht hinter uns und der bleibt erstmal auch da und ist nicht nach so einer EM wieder weg und dann kommt wieder ein neuer, sondern man kann halt mit etwas planen, was man schon kennt. Ich wollte noch was zu Toni Kroos sagen, weil ich da nicht dran gekommen bin, was mir wichtig ist. Er ist nicht mein Lieblingsspieler. Ich finde aber, dass er natürlich in Madrid, also gerade was sein Leistungspotenzial anbelangt, das enorm ausgebaut hat in den Jahren. Da hat natürlich eine Top-Mannschaft um sich herum. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie alt ist der, 36. Und da muss man. Der googelt schnell. 34, okay. Wie dem auch sei. Naja, gut, aber es ist ein ganzes Turnier, was er da spielen muss. Ne? Und das ist natürlich schon auch in so einem Alter, das werden sicherlich einige Ehemalige auch bestätigen, das wird nicht so einfach werden für ihn. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ich finde es auch wichtig, dass so jemand rein spielerisch zurück ist, weil da gehört er hin. Falco, nach der fast vogelwilden Zeit, so würde ich das mal zusammenfassen, auch was Hansi Flick alles getestet hat nach der WM noch, würde ich ja fast sagen, es ist nach der WM sukzessive schlechter geworden, von Lehrgang zu Lehrgang. Hast du jetzt wieder Hoffnung? Ist das die Achse, die du siehst? Das würde ich vielleicht so gegen Ende mal einmal, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, abfragen, was ihr schätzt, wo wir landen werden. Und ist das so die Mannschaft, die wir zuletzt gesehen haben? Wird das der Kern definitiv sein für dich? Ich glaube, dass für Nagelsmann die Prüfungszeit vorbei ist. Er hat sicherlich eine ganze Weile die Mannschaft beobachtet. Er hat versucht, seine ersten eigenen Ideen mit einzubringen und hat gemerkt, dass es bei dem einen oder anderen Spieler nicht funktioniert. Zu seiner Vertragsverlängerung sage ich noch, es ist sehr, sehr wichtig, dass er da ein Zeichen nach außen gegeben hat, weil wir wissen, wir hätten eine Dauerdiskussion gehabt, geht er jetzt zu Bayern München nach der EM oder nicht. Und deswegen ist da im Endeffekt ganz klar ein Weg vorgezeigt worden, wo sein Weg hingeht. Soviel ich weiß, hat er eine Ausstiegsklausel, wenn die EM in die Butze geht. Also von daher hat sich da nichts verändert. Aber was mir in den letzten zwei Spielen aufgefallen ist, dass die Mannschaft von den Aufgaben ganz anders gespielt hat. Ich glaube, dass er bei dem einen oder anderen Spieler einen Haken drauf gemacht hat. Ich sage, Toni Kroos ist zurückgekommen. Ich glaube nicht, dass das Begeisterungsstürme hatte bei Gündogan, bei Goretzka. Robby Andrich wird auf einmal spielen. Süle spielt nicht mehr. Also ich glaube, dass da gerade intern personelle Weichen gestellt worden mit ganz klaren Ansagen für die Aufgaben, die jeder Spieler an seiner Position hat. Und wer diese Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus. Und ich denke, man hat es in den Nominierungen des Kaders gesehen, dass der eine oder andere da eben rausgelassen wurde. Nagelsmann hat jetzt ganz klar das Zepter dieser Mannschaft übernommen und zeigt, ich sehe da gewisse Parallelen auch zu unserem Club, dass Xavi zum Beispiel auch klare Aufgaben vorgibt. Und wer diese nicht erfüllt, kann halt nicht spielen. Und das ist jetzt in der Nationalmannschaft eigentlich genau der richtige Weg Richtung EM. Jens hat vorhin ganz klar gesagt, wir haben einen überragenden Kader eigentlich. Wir haben individuell sehr, sehr starke Spieler, die sich national, international immer wieder präsentieren. Und zwar auf allerhöchstem Niveau. Diese jetzt zusammen zu bekommen, ich glaube, der Anfang ist mit den ersten zwei Länderspielen gegen Frankreich und Holland passiert.
Und ich denke, dass dieser Weg fortgesetzt wird mit klaren Ansagen, autoritären Ansagen auch vom Trainer, wie sich der Trainer selbst das Spiel vorstellt und welche Aufgaben die Spieler zu erfüllen haben. Jetzt hat der Mannschaft die defensive Stabilität auch gefehlt, weil man es ja fast, wie soll ich das ausdrücken, fast verweigert hat, auf einen klaren defensiven Sechser zu setzen, wie das bei allen erfolgreichen Mannschaften, ob mit Schweinsteiger und Khedira 14, ob bei euch mit Carsten Ramelow oder EM96 mit Steffen Freund, das sind oft nicht die spektakulärsten Spieler. Man hatte das Gefühl, wir brauchen die nicht. Wobei die, die in den Halbfinalen stehen, die hatten die alle. Und jetzt auf einmal ist Robert Andrich da, aber das ist doch jetzt keine sensationelle Erkenntnis, dass man so einen Spielertypen braucht. Ja, aber man hat ja in der Ausbildung vielleicht ein anderes Gedankengut an den Tag gelegt. Man brauchte den Sechser nicht mehr, weil man wollte ja Offensivfußball haben. Man brauchte keinen Innenverteidiger mehr, sondern man brauchte Aufbauspieler. Und irgendwann kommt es dann vielleicht als Bumerang zurück und plötzlich sagt man, oh, jetzt brauchen wir wieder einen Sechser. Jetzt brauchen wir Innenverteidiger, die auch wieder verteidigen können und wollen vor allen Dingen, weil sie es über lange Jahre nicht brauchten. Also wenn ich heute, je nachdem, welche Mannschaft man im Jugendbereich anschaut, dann sieht man Mannschaften, die führen kaum Zweikämpfe, weil sie so dominant sind und fast immer den Ball haben. Es geht alles über Geschwindigkeit, es ist alles schön. Wir erinnern uns bestimmt an die Diskussion, wir brauchen wieder einen Neuner. Ja, wir haben keinen. Ja, warum? Wir haben mit der falschen Neun, was ist das überhaupt, gespielt? Dann haben wir keine ausgebildeten und plötzlich suchen wir alle wieder den 1,98-Turm. Also es ist immer mal wieder so eine Phase drin. Jetzt haben wir mit Robert Andrich jemand, der diese Rolle in Leverkusen perfekt spielt. Das war zwischenzeitlich auch nicht so, der war ja auch mal draußen gesessen. Jetzt spielt er und mit Granit Xhaka. Es ist nicht der gleiche, aber ein ähnlicher Spielertyp wie der Toni, der viel über den Kurzpass kommt, der viel über Ballbesitz kommt, der eine Mannschaft anders führt. Aber der Robert weiß um seine Wichtigkeit bei Bayern und ich denke mal, Julian Nagelsmann weiß um seine Wichtigkeit in der Nationalmannschaft der Position gerade für Toni Kroos. Vor einer Abschlussrunde, denn ich habe ja im Kopf, dass ihr alle teilweise noch nach Gladbach wollt heute. Jens, müssen wir auf jeden Fall über die U17-WM sprechen. Marcel übrigens hat ja selbst herausragende Turniere in dem Alter gespielt, war Torschützenkönig bei der U17 und U20-WM, jeweils ins Halbfinale gekommen. Nein, im Endspiel. Im Endspiel. Zweimal verloren, die Endspiele. Was habe ich gesagt? Halbfinale gekommen. Oh Gott, das wäre ein Halbfinale, hast du noch getroffen. Ich glaube, du hast sogar in einem Halbfinale 3 Tore geschossen, ne? Ich glaube, sogar bei beiden Halbfinals habe ich 3 Tore gemacht. Gut, dann müssen wir uns ehrfürchtig zurück. Einmal gegen Brasilien, glaube ich, und einmal gegen Chile. Also waren immer die Halbfinals. So kleine im großen Fußball sozusagen. Ne? Wie weit sind unsere U17-Weltmeister vom Profifußball weg? Der ein oder andere spielt schon hier und da. Es wird oft gesagt, wie viel schaffen das denn überhaupt von denen? Vielleicht einmal, Jens, wie war das Turnier? Hat sich da eine Euphorie in der gesamten Mannschaft entwickelt? Wann habt ihr daran geglaubt, dass ihr vielleicht das ganz große Ding ziehen könnt? Und ja, wie blickst du jetzt auf die Karrierewege der Spieler? Also ich bin ja erst einen Lehrgang vor der WM dazugekommen. Da hat es ja auch personelle Umschichtung gegeben beim DFB und durfte dann nach Indonesien mitfahren. Deshalb bin ich mal gespannt. Schari hat vorhin auch gesagt, der Christian ist ein spezieller Trainer, der es geschafft hat, aus einer guten Mannschaft eine herausragende Gemeinschaft zu formen. Also wir waren nicht die Besten. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Frankreich war besser, meiner Meinung nach. USA schon ein Tick. Argentinien, Spanien, die waren eigentlich alle individuell besser. Aber wir haben eine Mannschaft auf dem Platz wirklich gehabt, die zusammen erstmal verteidigt hat, gekämpft hat. Und dieses hat man auch, soweit ich weiß, was mir hier gesagt wurde, am Fernsehen gespürt, wenn man die Spiele angeguckt hat, dass sich da wieder der Einzelne für die Mannschaft aufopfert, zerreißt, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Deswegen war das, der Christian hat zwar immer gesagt, ja, ich habe daran geglaubt und dieser Glaube hatte ich ja auch der Mannschaft eingeimpft.
Du konntest aber da weit nicht damit rechnen, weil die anderen, wir haben sie ja ausgescoutet, gar nicht so schlecht waren und auch Einzelspieler. Gerade Argentinien ist brutal, was das anbelangt. Und was ich mitbekommen habe, was uns auch jemand erzählt hat, ein Physio, der bei euch mit war, bei der U17, auch bei der, beim Titel und der die Spieler auch irgendwie betreut hat, hat gesagt, das war so Wahnsinn, die mussten teilweise für Prüfungen da noch wirklich lernen und während des Fußballspiels haben die irgendwelche Prüfungen abgelegt, auch an was man alles denken muss und was das für ein Management quasi auch ist, also eine Wahnsinnsleistung, die dahinter steckt auch. Ja, das kommt noch dazu, dass ich glaube 17 Klausuren waren während der Weltmeisterschaft. Aber das ist wichtig, weil die wenigsten aus diesem Team es wahrscheinlich schaffen werden. Und dieser schulische Weg, der ist schwer genug. Und dieses Gedankengut, wenn ich dann nicht Profi geworden bin, boah, jetzt muss ich halt doch was anderes machen, das ist brutal. Deshalb, wie du auch richtig gesagt hast, da Aslan bei Schalke, der jetzt am Zug spielt, dann die Verletzung hat der Oedraogo, Finn Jelic in Nürnberg, ein Verteidiger, da geht das Herz auf, wirklich. Die werden ihren Weg machen, aber andere werden es verdammt schwer haben, weil es ist noch ein extrem weiter Weg. Und ich habe mal gerade vorhin gedacht, ist hier Jugendleiterin oder nicht, Leiterin des Frauenfußballs, Cheftrainerin auch? Spielerin? U17, ja. Von der U17, aber nicht von der ersten Mannschaft. Oder Cheftrainer der ersten Mannschaft hier? Ja. Ja? Okay, wie viele 17, wie viel 17-jährige Jungs wurden schon eingesetzt in der ersten Mannschaft? Ja, wir sind eher Damen, die Jungs. Ja, oder Damen, ja, oder Damen. Sehr viele. Also, bei den Damen ist es noch anders? Aber bei den Frauen ist es öfter. Bei den Frauen spielen oder öfter. Frauen, Entschuldigung, Damen. Ja, ja. Sag bei den Damen haben wir wirklich sehr viele U17-Spielerinnen, die relativ schnell bei uns auch integriert werden können. Ja. Und bei den Jungs? Die Männern, ich gehe mal hier rum. Seid ihr in der ersten Mannschaft? Seid ihr? Wie sieht's aus? Der Kapitän? Ja, also unser Trainer ist heute leider nicht da, aber... Also keine Kritik jetzt, aber wir sind ja unter uns. Nee, aber wir versuchen schon, die jungen Talente auch mit einzubinden. Also wir sind jetzt auch wieder dabei, im nächsten Jahr viele hochzuholen, dass sie spielberechtigt werden. Deswegen, also da aber da reden wir von U19-Spielern, nicht U17. Teilweise, ja, auch. Also es sind auch Leute dabei, die eigentlich noch A-Jugend spielen sollen oder erst dürfen tatsächlich, aber trotzdem halt spielberechtigt werden, weil ja, Nachfrage halt, auf jeden Fall besteht. Weil das vergisst man ja oftmals. U17, Europameister, Weltmeister. Das heißt, sie sind, also beim Europameister sind sie 16. Und jetzt sind sie maximal 17 geworden. Und dann schon zu verlangen, ja, der Cheftrainer muss hier oben einsetzen. Klar, es gibt, wir haben es auch kurz davon gehabt, am Ende der Saison, wenn du als Verein zwischendrin stehst, in Niemandsland, es geht nichts mehr nach oben, nichts mehr nach unten, dann musst du eigentlich junge Spieler bringen. Aber das macht kaum einer, warum auch immer. Warum auch immer, das ist ein großes Problem, glaube ich, im Gedankengut, dass man eher dem alten Spieler dann noch ein paar Minuten gibt von der Bank, wie dass man einen jungen Spieler, der 18 ist, der in dem Verein groß geworden ist, Identifikation hat, dass man sagt, komm, mach ein paar Minuten, egal, ob es danach gut oder schlecht gelaufen ist, aber Erfahrungen sammeln, um das zu dokumentieren. Ich wüsste aber auch nicht, ob ich es machen würde, ehrlich gesagt. Ne? Ja, interessantes Thema. Ich habe den ersten Vorsitzenden direkt bei mir. Du kannst uns ja mal eure Philosophie erklären oder auch erzählen, wie ihr das mit den Jugendspielern macht. Also ist das schwierig. Im Leistungsfußball kannst du tatsächlich U17-Spieler in der ersten Mannschaft einbauen. Im Breitenfußball sagt der Verband, naja, die wären nicht bei euch, wenn sie so gut wären, dass sie erste Mannschaft spielen könnten. Dann sind die halt immer im Leistungsbereich schon letztendlich bei euch im NLZ angekommen. Es ist insofern schwierig, halt, weil wir dürfen eigentlich nicht den Fehler machen, diese Jungs aus der U17 jetzt zu hypen. Das machen wir gnadenlos. Wir suchen uns exzellente Spieler raus, die auch ein bisschen außergewöhnlich sind, so Paris Brunner vielleicht mal so als Beispiel. Der sieht anders aus als andere, der spielt anders Fußball als andere. Das ist ein Bad Boy, der kommt mal 5 Minuten zu spät, deswegen wird er direkt suspendiert. Der wird riesig gehypt. Du hast es, Jens, gerade schon angesprochen gehabt, aus dieser Truppe und mal so die zurückliegenden Jahrgänge mal verfolgt. Wer hat es denn tatsächlich in den Bereich tatsächlich ganz nach oben geschafft? Wir haben 56 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, jetzt erste, zweite, dritte Liga. Wer schafft es denn jedes Jahr tatsächlich aus den NLZs
in die höchste Spielklasse. Wir müssen immer versuchen, bei uns so ein bisschen auch die Bälle flach zu halten. Ne? Bei uns meinen manche Eltern dann schon, wenn die in die... Ja, ich zahle gleich, Nein, was bei uns glauben die Eltern, mein Sohn spielt in der Niederrhein-Liga-Fußball, ja, das ist ja quasi fast die Bundesliga. Wir versuchen mal das Beispiel zu machen, in der Bundesliga kommen 400, 420 Spieler im Jahr zum Einsatz. Ziehen wir mal 50% Ausländer ab, dann reden wir über 200 Spieler. Verteilt auf 10 Jahrgänge schaffen es deutschlandweit 20 Jungs in die Bundesliga, jedes Jahr und nicht mehr. Ja, und das muss man einfach mal nur so die Philosophie transportieren, zu sagen, dass es viel toller ist, dass wir hier in Glehn, Kreisliga A, 8. Liga spielen und finde, dafür kein Geld in die Hand zu nehmen, es aber genug Vereinsvorsitzende gibt, die für eine 7. Liga ihre Vereinsphilosophie opfern, die sich Söldner holen. Da fließt definitiv viel zu viel Geld rein und dieses Geld, was ich, stecken wir lieber letztendlich in eine tolle Infrastruktur, in eine tolle Veranstaltung, dass wir das hier mit euch gemeinsam feiern dürfen. Ich glaube, was ihr hier leistet, das kann man gar nicht hoch genug würdigen. Vielleicht noch einen Satz dazu. Wir haben ja vorhin auch diskutiert. Es gibt natürlich diese Talente. Ich glaube, ihr wart auch in euren jungen Jahren, Marcel haben wir ja gerade gesagt, Top-Spieler, ne, auf eurem Niveau. Es gibt den Florian Wirtz, der mit 16, 17 schon in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Aber es gibt jetzt auch Leute wie Dennis Unwerf zum Beispiel, die lange Regionalliga gespielt haben und über den zweiten Weg zurückkommen. Es gibt den Königsweg nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was Jens gesagt hat, dass die Jungs da auch diese Schulausbildung wirklich verfolgen, ja, und ihre Arbeiten schreiben. Und solange das irgendwie geht, dranbleiben, weil Garantien gibt es 0,0. Ne? Das ist reicht. Falco wollte noch einen Satz sagen. Ja. Wir haben Globalisierung auf dem Fußballmarkt. Wir sind alle hochgekommen, da waren 3 Ausländer erlaubt. Heutzutage in der Bundesliga, wir haben sehr, sehr viel Qualität, wir haben Top-Spieler, aber eben auch sehr, sehr viele ausländische Spieler. Und mit 50% kommst du heute nicht in der Bundesliga. Das sind eher 80% ausländische Spieler. Und das bedeutet halt auch für nationale Spieler, dass die es schwer haben. Und du siehst halt heute relativ klar, dass fast nur noch Ausnahmetalente den Weg nach ganz oben schaffen. Das sind Spieler, die nicht nur dann für Mannschaften in der Bundesliga in Frage kommen, sondern automatisch direkt auch deutsche Nationalspieler sind. Wir haben Benny Hendricks, Kai Havertz, Florian Wirtz, das sind die letzten Beispiele von Bayer Leverkusen, die dann den Weg halt auch in die Bundesliga geschafft haben und dann eigentlich relativ jung auch sofort Nationalspieler waren. Stichwort Florian Wirtz. Hier kommt gerade noch eine Frage oder eine... Was wollen wir machen? Ja, genau. Und zwar gibt es ja die gepflegte Fanfreundschaft zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Von meiner Borussia spreche ich jetzt gar nicht. Da gibt es die großen Diskussionen immer über den Wechsel damals von Florian Wirtz. Und die FC-Leute, die sagen immer, die können so gut Fußball spielen, wie sie wollen, die Leverkusener, die haben sich da unfair verhalten. Da gibt es natürlich die tollsten Gerüchte und jetzt sitzt ihr hier, vielleicht können wir mit diesen Dingen mal aufräumen, weil Florian Wirtz ist natürlich, ich glaube, er wird der Star der EM werden und den FC-Leuten sitzt das ganz schön quer. Darf ich was sagen, Falco? Weil ich die Familie ganz gut kenne, ja. Ich glaube, es ist relativ einfach. Leverkusen hat einen super Job gemacht, auch wenn es ja zwischen den Vereinen hier Absprachen gibt, ne, was Köln und Leverkusen angeht etc. Es geht um alle Nachwuchsleistungszentren, ne? Genau, um die Nachwuchsleistungszentren. Genau, genau. Aber der Vater von Florian Wirtz trainiert Brauweiler. 5 Spieler aus Brauweiler sind deutscher Meister geworden mit dem 1. FC Köln mit der U17. Florian war der jüngste Spieler. Das nicht zu sehen oder zu würdigen und in festzugießen, dass du diese Leute nie verlieren darfst, die ganze Familie, ja, muss sich der 1. FC Köln vorwerfen und sonst niemand. Das hat damit zu tun gehabt, dass sie damals natürlich in Abstiegsgefahr waren. Florian war noch einen Tick zu jung, dass er da schon helfen konnte. Die Familie hat so ein bisschen signalisiert, wir gehen das Ganze defensiv an. Aber Bayer Leverkusen hat aufgefahren mit, ich sag sogar, Kai Havertz, Peter Bosch, Rudi Völler, Simon Rolfes, alle waren dabei und haben ihm klar gemacht, du bist in einem Jahr hier Profispieler. Und die Perspektive hat ihm Köln nicht aufgezeigt, nicht so früh und nicht so schnell. Und der Junge wollte genau diese Perspektive haben und hat sich deswegen für Leverkusen entschieden. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Und ich finde, dass
aus meiner Sicht ist das komplett legitim, wenn ein Verein dann schaut, dass man dieses Talent bindet. Die Möglichkeiten, das anders zu regeln, hätte man beim 1. FC Köln zu 100% gehabt, aber da muss man sie nutzen. Man muss ja auch sagen, mit Justin Diehl, ähnlicher Fall jetzt auch wieder beim 1. FC Köln, ne? Auch da ist es auch nicht so ganz gut abgelaufen, dass man dem Jungen offensichtlich auch keine Perspektive geboten hat. Oder zumindest Steffen Baumgart ihn nicht einsetzen wollte. Gibt es da noch Inside-Infos? Also kann ich nichts so sagen. Ich kann wir wollten ihn nicht haben. Also und ich kann da nur zu sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass der FC Köln gepennt hat. Also das hätte man sich so insofern auch selber beantworten können. Also allein diese Transferstrafe, die da passiert ist. Ich meine, es gibt einen Grund, warum wir da unten drin hängen. Ne? Ja, also ich würde sagen, wir wollten ja die Zeit einigermaßen einhalten. Ich frage abschließend mal, sind alle optimistisch, was die EM angeht? Ja. Ja? Im Großen und Ganzen optimistisch. Ich würde mal ganz schnell die Runde fragen, jeden einmal kurz nach der Prognose. Wie läuft das Turnier für die deutsche Mannschaft? Ich tippe, es läuft ähnlich wie 2006, auch mit der ganzen Vorgeschichte, also Halbfinale. Klaus? So ganz euphorisch möchte ich nicht sein. Die Vorrunde wird überstanden und dann braucht man natürlich auch wieder Glück. Und ist es eigentlich egal, ob der Stegen oder Neuer im Tor steht? Ich habe ja mich für Marc gefreut und gehofft, dass er vielleicht, nachdem Manu sich da verletzt hat, den Sprung schafft, in die Nationalmannschaft zu kommen. Dann hat er sich aber auch selber verletzt. Und im Moment ist ganz klar, Manuel unfassbar, wie der zurückgekommen ist. Das ist Weltklasse, wie der spielt. Und der ist auch ganz, ganz wichtig für die Mitspieler. Der macht jeden Spieler besser. Jeder weiß, der Manuel steht hinten drin, passiert nichts. Also da haben wir einen überragenden Mann wieder. Marcel? Ja, ich bin auch nach den letzten beiden Spielen sehr optimistisch und glaube schon, dass wir mindestens ins Halbfinale kommen. Ich nicke, also ich sage auch Halbfinale mindestens. Falco? Ich sehe es ähnlich, wenn die Entwicklung ähnlich bleibt wie jetzt zwischen den Länderspielblöcken Türkei, Österreich, Frankreich, Holland. Ich glaube, da ist noch genug Zeit, Dinge zu erarbeiten. Gehören wir ganz klar zu den Top 4 und ja, mal gucken, was dann passiert. Ich mach's kurz, wir werden Europameister. Fertig. Und danach komme ich. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Also ich drücke Deutschland immer die Daumen auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie sehr weit kommen, weil sie den 12. Mann dauerhaft hinter sich stehen haben. Das darf man nicht unterschätzen. Insgeheim bin ich Frankreich-Fan, war ich immer schon, werde ich immer sein, weil die Liebe zum afrikanischen Kontinent ist dann auch noch da. Und dann ist die zweite Mannschaft Deutschland und damit reicht es dann auch für mich. Also Frankreich-Deutschland im Finale. Können wir uns drauf einigen, oder? Lisa, ich danke dir. Ich danke dir meinem ganzen Podium. Ich meine, wir hätten so viele Themen und könnten das jetzt dreimal fortsetzen und wären noch nicht durch. Danke allen, dass ihr da wart heute. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Alles Gute für das SVB. Hoffen wir, dass wir eine schöne Euphorie haben nach der Halle. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also ich glaube, der Triathlon ist geglückt bei uns. So eine klasse Runde. Jeder einzelne von euch, grandios. Ich habe in der Pause gehört, wo alle sagen, Mensch, was eine Runde, was eine Zusammenstellung, toll, ganz, ganz toll. Und dass Tom so eine Moderation aus der kalten Hose schüttelt, ist ja mal also sensationell. Ganz, ganz lieben Dank. Wir haben zwei, ja bitte, gerne. Wir haben noch zwei Geschenke für euch. Das eine machen wir vielleicht zuerst. Ladies. Wir haben nämlich natürlich, wenn man 100 wird, auch eine eigene Merchandising-Abteilung, ist klar. Und ein Fanschal. Soweit ich mal die Reihe überschaut habe, sind, glaube ich, keine blau-weißen Farben bei euch in den Vereinen. Ja, es ist, glaube ich, kein blau-weißer dabei. Ab jetzt habt ihr eine blau-weißen Schal im Hause. Und wir haben einen eigenen Wein aufgelegt aus dem Valpolicella, ein Ripasso, damit ihr uns in Ehren genießen könnt. Danke. So, Fotos können wir gleich noch machen mit euch allen. Aber jetzt ein Verein, der 100 wird und der keine Vereinshymne hat, das geht nicht. Achso, Andrea, natürlich. Danke. Andrea Jakob, unsere Geschäftsführerin.